Sehr verehrte Damen und Herren, bevor ich beginne, vielleicht zwei Vorbemerkungen. Erstens möchte ich deutlich zum Ausdruck bringen, wie dankbar und stolz ich bin, hier vor Ihnen heute sprechen zu dürfen und wie sehr es mich freut, dass die Landesverteidigungsakademie mich hier eingeladen hat. Das ehrt mich richtig. Und das Zweite ist, ich habe ein Handout verteilt. Auf jedem zweiten Stuhl finden Sie ein Handout. Es wird keine Folien geben. Ich werde meinen Text, dies vielleicht als Bemerkung an die Dolmetscher, auch nicht einfach von vorne bis hinten vortragen. Dafür ist die Zeit ein wenig zu sehr vorangeschritten. Ich werde also einige Dinge eher paraphrasieren, bei anderen mehr in die Tiefe gehen. Und für Sie ist es dann möglich, mit der Hilfe dieses Handouts meinen Darlegungen zu folgen. Sie können sie wie Fußnoten dazu sehen und das Fettgedruckte gleichsam wie die Hauptpunkte. Und wenn Ihnen das hilft, der Sache zu folgen und Sie später dann vielleicht zu prüfen und kritisch darauf zu achten, wie überzeugend oder nicht überzeugend meine Darlegungen und Deutungen nun sind, dann ist das genau das, was ich damit erwarte. Meine Damen und Herren, der Zweck der folgenden Überlegungen ist es, Ihnen einmal Strategie von einem anderen Methodenparadigma her vorzutragen. Strategie, so hatten wir uns überlegt, könnte, ja wahrscheinlich sollte auch, eine Wissenschaft, eine akademische Disziplin werden. Da kann man aber immer noch die Frage stellen, wie die denn konstituiert ist. Und diese Frage einmal aus dem Blick der Antike aufzuschließen, das ist der Zweck der folgenden Überlegungen. Im Vorfeld habe ich mit einigen Kollegen gesprochen, die sich auf dem Handout wunderten, dass Frau Häuser ganz oben steht. Das ist deswegen nicht verwunderlich, weil Frau Häuser in ihrem Buch über den Krieg denken ohne weiteres Vegetius zu einem Strategiedenker erklärt hat. Sie hat es wahrscheinlich deswegen getan, weil er von Strategie gelegentlich spricht, weil Strategie ein griechisches Wort ist und weil sie voraussetzt, dass, weil dieses Wort griechisch ist, die damit gemeinte Sache auch dieselbe sei. Diese Voraussetzung hat sie offenbar gemacht. Alle diese Voraussetzungen sind falsch. Ich habe also in keiner Weise damit implizieren wollen, dass ich es für richtig halte, dass man Vegetius für einen Strategiedenker hält. Ich habe damit nur sagen wollen, es gibt viele Leute, die so denken. Ich gehöre nicht dazu. Statt also antike Schriftsteller einfach zu Brüdern oder Vorläufern im Geiste zu erklären, wie das hier geschehen ist, sollten wir, und dazu lade ich Sie ein, einmal sich kurz die Frage stellen, in welchem Zusammenhang eigentlich historisch das steht, was Sie schreiben, und dann werden wir erkennen, dass seine Bedeutung und Funktion gar nicht unbedingt dieselbe ist. Fangen wir aber trotzdem gleich einmal mit etwas scheinbar uns Vertrautem an. Es gibt zwei klassische Äußerungen bei Xenophon, nämlich in den Memorabilien, Buch 3, Kapitel 1, ganz am Anfang, und in der fiktiven Kyros-Biografie, der Kyropädie oder Bildungsbiografie, im Buch 1, Kapitel 6, 12 bis 44. Hier setzt sich Xenophon mit den militärischen Lehren zweier sophistischer Militärlehrer auseinander, nämlich Euthydemos und Dionysodoros. Der markanteste Text steht in den Memorabilien. Sokrates wird gezeigt, wie er einen jungen Athener hat zu der Militärlehre des Dionysodoros geschickt. Der hat den Kurs besucht, kommt zurück und Sokrates examiniert ihn. Er fragt ihn, was hast du gelernt? Und der junge Mann sagt, ja, ich kann rechts umbrüllen, ich weiß auch, wen man nach vorne stellen muss, nämlich die Stärksten, und wen nach hinten, eher die Ängstlichen. Und dann fragt Sokrates ihn schrittweise, weißt du denn, wie man die Stärksten von den Schwächsten unterscheidet? Zunehmend kommt unser kleiner Mann in Schwierigkeiten. Auf die Frage, wann er denn nun rechts oder links umbrüllen soll, ist er auch nicht auskunftsfähig. Und als Sokrates ihn dann fragt, hast du denn auch gelernt, wie man etwa das Sanitätswesen eines Feldzugs organisiert? Muss er passen. Hast du gelernt, was ein Feldzug kostet? Auch das weiß er nicht. Und schließlich sagt er selber, und das ist in der didaktischen Abzweckung des Textes eigentlich das Ziel des Arguments, ja, Dionysodoros hat mir eigentlich nur Taktik beigebracht. Das aber ist nur ein kleiner Teil der Strategie. Das heißt, scheinbar, und da werden Sie jetzt innerlich jubilieren, scheinbar haben wir ein Vorgänger im Geiste des Clausewitz hier. Und auch da möchte ich Sie gerne enttäuschen. So einfach lässt sich Clausewitz handlungstheoretische und hierarchische Unterscheidung von Strategie und Taktik mit für uns der operativen Ebene heute dazwischen hier nicht drauf applizieren. Gleichwohl, dieser Text ist der erste, in dem
man könnte sagen, polemisch und polemologisch Strategie und Taktik gegeneinander ausgespielt werden. Der zweite, auf den ich anspielte, ist seinerseits offenbar in unmittelbarem Zusammenhang mit diesem Text entstanden, denn in ihm ist ein Querverweis, wie ich oben schon gesagt habe, und er hat es gar nicht oben gesagt, sondern in dem anderen Text. Kurz gesagt, Xenophon hat die beiden Stücke wohl im Zusammenhang geschrieben und dann später auf zwei verschiedene Texte verteilt. In dem anderen, dem Text der Kyropädie, wird nun abgestellt auf etwas ganz Interessantes. Es heißt dort von dem jungen Kyros, dass er militärische Erfahrung brauche und auch habe und dass wir ihrer mangele, aber zu Büchern greifen könne über, und jetzt kommt ein Katalog, über Lagerbau, Wachorganisation, Vormarsch und Rückzug, Vorbeimarsch an feindlichen Städten, Angriff auf Befestigungen und Abzug von solchen Angriffen, Übergänge über Gewässer, Verteidigung gegenüber ganz bestimmten Taktiken, nämlich denen der Kavallerie, der Speerträger, der Bogenschützen, Vorgehen bei überraschendem Feindkontakt und Methoden der Aufklärung über feindliche Absichten und der Verbergung der eigenen Absichten. Das ist in der Kyropädie im Paragraphen 43. Wir haben es also hier zu tun, offensichtlich bei Xenophon, mit einem Text aus einem größeren Zusammenhang, dem Zusammenhang der sokratischen Kritik der sophistischen Lebens- und politischen Funktionslehre. Wir müssen ihn zusammensehen mit Platons Dialog Euthydemos und eigentlich allen anderen sophistenkritischen Dialogen, Frühdialogen Platons. Aus all dem kennen wir vieles über die Hintergründe dieses Lehrbetriebes, auf den hier angespielt wird. Dieser Lehrbetrieb war entstanden, deswegen, weil in Athen öffentlich über politische Ämter entschieden und politische Macht verteilt wurde, öffentlich über Ansprüche vor Gericht entschieden und politische und rechtliche Ansprüche zugemessen wurden. Für diese öffentliche Aushandlung politischer, rechtlicher und militärischer Geltungsansprüche entstand ein Lehrbetrieb, ein privat organisierter Lehrbetrieb, in dem Rede Lehrer, Rede Schreiber und Rede Verkäufer eine Art Coaching anboten, das ganz ähnlich ist dem, was wir heute haben. Die Sophistik ist gar nicht so lange zurück. Es gibt heute viele Leute, die bieten interkulturelle Kommunikation an. Und was lehren sie? Körpersprachen. Wichtig ist aber, dass zu den Aufgaben, die politisch verteilt wurden, auch die Aufgabe des Feldherrn, des Strategen gehörte, der entweder eine Festung kommandierte für ein Jahr oder eine Operation. Für beides brauchte er vor allem organisatorische Fähigkeiten. Und die Frage, wer die hatte, wer die versprach, über die wurde mit Mehrheit entschieden. Um Ihnen einen kleinen Einblick darin zu geben, wie wichtig diese Entscheidungen waren, nur kurz der Hinweis auf zwei Operationen, von denen wir zumindest Teile der finanziellen Abrechnung haben. Das eine ist die Belagerung von Samos aus den Jahren 440, 439 und parallel dazu eine Operation gegen Byzanz. Wir haben die Abrechnung inschriftlich erhalten und wenn man die Kosten, allein die laufenden Operationskosten zusammenrechnet, dann summieren sie sich zu etwa 33.600 Jahreslöhnen eines Bauarbeiters. Das ist für eine Gemeinde wie Athen existenzbedrohend. Es ging bei dieser Art der Verwaltung um die Existenz der Stadt. Es ging um ihre Finanzen und es ging nicht um bloßen Spaß. Die Volksbeschlüsse über die Personal-, Material- und Schiffsressourcen für die Sizilien-Expedition in der Mitte des Peloponnesischen Krieges sind in ihren Zusammenrechnungen leider nicht erhalten. Wir wissen aber, wie genau abgerechnet wurde und wie hoch die Strafen und wie groß die Drohungen waren für Unterschleif. Kurz gesagt, in einer demokratisch sich entwickelnden Ordnung entsteht ein privatrechtlich und privatwirtschaftlich organisierter Lehrbetrieb, in dem man das lernt, was man braucht, um öffentliche Funktionen auszuüben. Und die Rhetoren, die diesen Lehrbetrieb organisieren, gucken ganz deutlich auf den Bedarf. Und so wie moderne Lehrer der Körpersprache auf die Äußerlichkeiten und auf Role Models achten, lernte man hier in erster Linie reden, Schriftsätze aufsetzen, Pläne machen, Abrechnungen schreiben, also die Einübung in Rollenmuster. Diese Lehre der Rollenmuster kommt in die Kritik von
Philosophen, die über die bloße Kompetenz des Rollenhaften nach Sachwissen fragen. Das haben wir bei Xenophon gesehen. Kannst du auch rechnen, weißt du, was das kostet? Sie verlangen, als Lehre der Herführung über die Planung, Ökonomie und Ausbildung Aussagen zu machen und dafür Urteilsgrundlagen anzugeben. Und sicher etwas überspitzt stellen sie fest, die Sophisten liefern nur die Äußerlichkeiten. Das ist natürlich eine Karikatur. Xenophons Text ist eine Karikatur. Aber wie jede Karikatur ist auch diese Karikatur halb richtig und halb falsch. Xenophon selber hat nun Teile oder einige Teile dieser entstehenden subliterarischen Fachliteratur zum Militärischen bereichert um eigene Beiträge, insbesondere zur sich rapide entwickelnden, im frühen 4. Jahrhundert rapide sich entwickelnden Kavalleriekriegführung. Er hat zwei Bücher über Kriegführung zu Pferde geschrieben. Eines folgt dem Rollenmodell, der Hipparchikos, eine Beschreibung dessen, was der athenische Kavalleriekommandeur im Laufe seines Amtsjahres alles so zu tun hat. Und das zweite, ein Buch über die Frage, wie man Pferde für militärische Zwecke züchtet, unterhält, gesund erhält und trainiert. Er ist aber längst nicht der Einzige und auch nicht der einzige militärisch Erfahrene, der in dieser Zeit Literatur produziert. Viel umfangreicher erhalten als diese kleinen Schriften ist von einem Zeitgenossen, möglicherweise auch Militärkameraden auf der Expedition des Kyros, das Werk des Aeneas Tacticus. Von diesem ursprünglich viel größeren Werk hat sich nur der Teil über Belagerungskriegführung erhalten. Über diese Belagerungskriegführung hinaus gab es aber offenbar eine Schrift über die Vorbereitung einer Operation. Da ging es um Logistik, Waffen, Proviant, Versorgung, Annäherungshindernisse gegen den Feind, die man bauen kann. Eine zweite Schrift zur Finanzierung der Operation, eine dritte für den Umgang mit Verrat und Verratsgefahren, eine weitere zur Militärrhetorik, also eine Art Briefsteller für Kommandeursreden und dann natürlich das Belagerungswerk. Es gab wahrscheinlich noch eine kleine Schrift über Taktik, denn das Programm, das wir hier vorgeführt bekommen, folgt erkennbar dem gleichen Katalog, den wir von Xenophon schon kennen, und die Taktik war dort inkludiert. Was wir hier wahrnehmen, ist eines. Aus der Erkenntnis, dass Kommunikation der Weg zur Verwirklichung des Lebensglückes wie zur Durchsetzung jeder Geltung in der Gesellschaft ist, entsteht aus dem Geiste der Rhetorik heraus eine sich dann zunehmend ausdifferenzierende, spezielle Lehrliteratur, auch zum Militärischen, wie zum Juristischen und wie zum Allgemeinpolitischen und das Glück betreffende. Zweitens, diese Lehrliteratur erschöpft sich aber nicht in Rhetorik, denn tatsächlich, trotz der Karikatur Xenophons, lieferten Teile dieser Literatur ganz offensichtlich auch Sachwissen, etwa über Wachorganisation, Vorratswirtschaft in der Polyorketik und so weiter. Die Finanzierung von Unternehmungen wird sogar in eigenen Literaturen behandelt. Fragt man nach dem Typ der Lehren, die Aeneas vermittelt, so fällt zunächst Folgendes auf. Die leitenden Sätze bei ihm sind grundsätzlich hypothetische Imperative. Begründet werden sie durch den zugrunde liegenden, gelegentlich auch angegebenen politischen Willen und durch die Umstände, unter denen dieser verwirklicht, gesichert oder durchgesetzt werden soll. Das Leitbild staatlicher Organisation, das diesem Werk zugrunde liegt, ist das eines relativ kleinen Staates. In Winterlings Begriffen liegt dem Werk ein Polis-Begriff und eine Stasis-Theorie zugrunde. Staaten sind bedroht durch äußere Angriffe, wie auch durch die fünften Kolonnen im Inneren. Staaten sind Kleinstaaten, alle diese Staaten sind bedroht durch inneren Zwist und die Gefahr des Bürgerkrieges. Daher sind die inneren Verhältnisse zu kennen mindestens so wichtige Gesichtspunkte wie die Kenntnisse der Absichten des Gegners. Und darin haben wir zum Beispiel schon eine der ausdrücklich dort gemachten Lehren. Ich werde diese Lehren nicht im Einzelnen hier durchgehen. Ich werde nur darauf hinweisen und will darauf hinweisen, dass neben solchen Rezepten eine zweite Form der Belehrung in Exempla besteht, auch bei Aeneas. Solche Exempla, solche Beispiele
setzen zweierlei voraus. Erstens, dass zwischen den Verhältnissen, von denen sie handeln, und den Verhältnissen, für die man aus ihnen Lehren ziehen sollen, grundsätzlich ein solches Maß an Identität oder Kontinuität vorausgesetzt werden darf, dass man ein Lernen aus dem Exemplum überhaupt für möglich halten kann. Es ist, wie Koselleck gezeigt hat, das Beschleunigungsbewusstsein der Moderne, das diese selbstverständliche Voraussetzung aus unserem geistigen Haushalt getilgt hat. Für die antike Welt ist die Welt, von der die Literatur handelt, immer noch unsere Welt und sei es die Welt der Heroen oder der Götter. Zweitens teilt das Exemplum eine Voraussetzung mit der rhetorischen Weltbewältigungs- und Lebensglückslehre, nämlich die des kreativen Gebrauchs von aller Lehre. Strategie in diesem Sinne besteht nicht in der algorithmischen Applikation abstrakter Regeln auf konkrete Tatbestände, sondern im kreativen, Neues in Analogie zum alten schaffenden Umgang mit dem Gelernten. Kontinuität und Kreativität sind also die zwei Hauptmerkmale des rhetorischen Exemplumschemas, das in der Moderne abgelöst wurde durch den Fortschrittsgedanken und systematische Wissenschaftlichkeit. Nach diesen Vorbemerkungen wollen wir einmal blicken auf die Form literarischer und jetzt nicht nur größtenteils subliterarischer Belehrung in strategischen Fragen, die sich im Laufe des nächsten knappen Jahrtausends aus diesen etwas einfachen Ansätzen entwickelt haben. Wir können dort drei verschiedene Literaturformen unterscheiden. Erstens Sammlungen von Erzählungen einzelner Exemplar als Beispiele für die Ableitung von Lehren, Exemplarsammlungen. Zweitens Muster- und Rollenmodelle, in der Regel in der Darstellung eines zeitlichen oder eines sachlichen Zusammenhanges, etwa eines Feldzuges, zur Illustration der Aufgaben eines Feldherrn. Drittens Rezepte, Regeln der praktischen Klugheit, also hypothetische Imperative samt Sachinformationen, in der Regel zur Information über ein Gebiet und zugleich auch zum Mitteilen praktischer Regeln. Systematisch geordnet, oft begründet, systematisch dargestellt und verknappt. Das heißt, die Form der Vermittlung von Lehre, die bei Xenophon und ganz deutlich auch bei Aeneas Tacticus alle noch zusammen auftreten, haben dieses gute, knappe Jahrtausend, von dem wir reden, dadurch geprägt, dass sie sich immer weiter formal voneinander ausdifferenziert haben. Beginnen wir mit den Exemplar, denn sie sind wahrscheinlich die wichtigste Form strategischer Belehrung. Exemplarsammlungen, sogenannte Strategemata, wurden mehrfach, lange dauernd in der Antike bis in die byzantinische Zeit immer wieder angelegt. Ein paar Beispiele will ich Ihnen kurz bekannt machen. Viele von den hellenistischen Literaturen, die für uns verloren sind, kennen wir überhaupt nur deswegen, weil in der Zeit des Konstantin Porphyrogenitos im 10. Jahrhundert solche Exemplarsammlungen, Strategemata-Sammlungen vor allem angelegt wurden und dabei das Material dann teilweise ausgeschlachtet. Eine aber für uns wichtige ist in der Zeit Marc Aurels entstanden und des Lucius Verus, also in den 160er Jahren des zweiten Jahrhunderts nach Christus, durch den Rhetor Polyen. Um Ihnen den Eindruck von einem solchen Strategem zu vermitteln, als Beispiel eines aus seinem fünften Buch, Buch 5, Kapitel 2, Paragraph 6. Als Himilko den Hafen von Motie blockierte, führte Dionysios seine Truppen aus der Stadt heraus und lagerte mit ihnen an der Küste gegenüber den Stellungen der feindlichen Kräfte. Dionysios forderte seine Leute auf, mutig zu sein, und Seeleuten wie Infanteristen befahl er, die Schiffe an Land zu ziehen. An einem Tag zog er etwa 80 Schiffe auf ein flaches und sumpfiges Landstück, etwa 20 Stadien breit, also 3,5 Kilometer, das unterhalb des Vorgebirges lag, welches die eine Seite des Hafens begrenzte, und Dionysios sicherte diese Stellung mit hölzernen Palisaden. Himilko war besorgt, dass Dionysios, nachdem er seine Schiffe gesichert hatte, die Gelegenheit ergreifen könnte, die Karthager im Rücken anzugreifen und im Hafenbereich einzuschließen. Er zog daraufhin seine Flotte mit dem ersten passenden Wind ab, und so sicherte sich Dionysios den Besitz des Hafens, seiner Flotte und der Stadt Motien. Ende der Beschreibung. Dieses Strategem, das darin besteht, den Feind, der mit begrenzten Kräften eine größere Flotte im Hafen blockiert, selbst mit der Umzingelung zu bedrohen,
wird nun viel ausführlicher dargestellt bei Diodor im 14. Buch Kapitel 50. Der Vorfall geschah während des Feldzugs des syrakusanischen Tyrannen Dionysios gegen die Karthager im Jahre 397. Es ist also Material, das der Historiografie entnommen worden ist, in beiden Fällen, umgearbeitet, aber nach unterschiedlichen Gesichtspunkten komponiert. Auch wenn ich jetzt auf die Differenzen nicht im Einzelnen eingehe, es gilt, dass als Exemplarstrategeme unterschiedlich dargestellt werden, je nachdem, welches Prinzip, welche Handlungsweise oder welche persönliche Eigenschaft im Vordergrund der Darstellung stehen sollen. Polyen zum Beispiel betont, dass der erfolgreiche Feldherr durch unkonventionellen Einsatz von See- und Landstreitkräften und durch die Drohung mit einer Einschließung eine Blockade erfolgreich bricht. Während in Diodors Text ganz etwas anderes im Vordergrund steht, was bei Polyen überhaupt nicht einmal erwähnt wird, nämlich die radikal andere neue Wirkung der Katapultwaffen, die Anfang des 4. Jahrhunderts noch vollkommen neu waren und die hier aber offenbar eingesetzt wurden. Strategeme werden also aus der historischen, das heißt antik-literarischen Bildung geschöpft und je nach Belehrungszweck auch ganz, sagen wir, kreativ umgeschöpft. Und zu den Strategemen, die man solcher Art behandelt, gehören nicht nur Strategemen von mehr oder weniger historischen Begebenheiten, nein, auch Strategeme von Göttern, Heroen und, wenn Sie so wollen, Ausnahme- oder Fiktivmenschen kommen vor. Und was auch nicht ganz unwichtig ist in unserem Zusammenhang, immer geht es in diesen Strategemen nicht zuletzt um Zweck und Mittel. Boulomenos bzw. Boulominoi, er sie es wollen, als Partizip gehört derartig geradezu zum Formular eines Strategems bei Polyen, dass die Termini je nach Zählung weit über 130 Mal vorkommen. Das bedeutet, in jedem sechsten von den Strategemen, es gibt bei ihm insgesamt 844, in jedem sechsten von ihnen geht es in erster Linie um den Willen und was man mit ihm macht. Dass man diese Strategeme sammelt, heißt aber noch nicht, und jetzt das Negative, dass man damit eine strategische Lehre vermittelt. Das Material wird bei Polyen chronologisch und personal sortiert, also nach Akteuren, nicht aber nach Sachgesichtspunkten. Das Ziel dieser Strategeme ist nicht, eine Lehre zu vermitteln, sondern diese erst zu ermöglichen. Es gibt Rohmaterial für originelle strategische Geister, ist aber selbst nicht Ausdruck strategischer Originalität. Der Hintergrund ist der Beginn des mit großem Aufwand vorbereiteten Paterkrieges des Lucius Verus zwischen 161 und 165, der nicht mit dem Erfolg endete, den sich die Kaiser erwartet haben, für den der Autor ein literarisches Hilfsmittel schaffen wollte. Wohlgemerkt Kontingenz, nicht ein sachliches Prinzip, sortiert das Material und die jeweilige Lehre wird gelegentlich ganz offen auch zum Ausdruck gebracht. Grundsatz ist, mit Hilfe dieser Strategeme mit wenig Mitteln große Effekte zu erzielen, also eine Hebelwirkung zu erzielen und im Zweifelsfall gänzlich ohne Inkaufnahme eigener Risiken einen militärischen Effekt herbeizuführen, im Vorwort zum ersten Buch. Das sei der Hauptzweck der Vermittlung, darauf das Interesse der Kaiser zu lenken. Als kleine Bemerkung off record vielleicht eine Skurrilität. Im Vorwort zum dritten Buch der Sammlung führt Polyen das erste Mal den Begriff der politischen Strategie, der Politikae Strategia ein. Diese politische Strategie und Vorausschau, von der er dort spricht, ist ein ganz innenpolitischer, rhetorischer Kniff. Man braucht sie, so sagt er und setzt es voraus, weil Politik wie Kriegführung ein antagonistisches Geschäft ist und weil man, wenn man Krieg führen will und politisch dafür im Inneren Durchsetzungsaufgaben übernehmen möchte, politische Kniffe braucht, um den Zweck zu erreichen. Also um, wie es dort wörtlich heißt, Staaten dazu zu bringen, das zu tun, was getan werden muss, brauche man politische Strategie. Also Krieg führen, keinen Krieg führen, 2% des Bruttosozialproduktes für die Verteidigung auszugeben oder auch nicht für die Verteidigung auszugeben, das ist Gegenstand der politischen Strategie. Polyen ist der Erste, der deutlich umgekehrt im Grunde
das rhetorische Paradigma nun wieder durch die Strategie bestimmt sein lässt. Strategie also nicht nur als eine rhetorische Disziplin konzipiert, sondern umgekehrt die Aufgaben der Politik von der militärischen, von der antagonistischen Logik her denkt. Man könnte fast sagen, dass das eine Innovation ist. Begrifflich ist sie das, von der Sache her ist sie es nicht. Die Aufgabe von Exempla in solchen Sammlungen ist nun, dass man sie gleichsam an die Stelle einer nicht gemachten Erfahrung verwenden kann. Man ahmt die Fähigkeiten und Siege der Alten nach, denn diese zeigen euch die Strategemata, so im Vorwort zum fünften Buch. Strategemata sind also Sache einer literarischen und dann idealerweise auch lebenspraktischen Mimesis, eines Nachahmungsbezuges zu dem Handeln, von dem man liest. Was man liest, das prägt, und weil so die Voraussetzung, dass Strategem von Dingen handelt, von denen vorausgesetzt wird, dass sie immer noch anwendbar seien. Nun lassen negative Beispiele mehr unbestimmt als positiv, weil es leichter ist zu bestimmen, was man tun soll, wenn man weiß, was einmal gelungen ist, als wenn man weiß, was einmal oder auch regelmäßig nicht gelingt. Daher die Konzentration auf nachahmenswerte positive Beispiele. Kurz eine zweite Sammlung, die Sammlung Frontins aus der zweiten Hälfte des ersten nachchristlichen Jahrhunderts. Sie ist deswegen für uns von besonderem Interesse, weil Frontin ebenfalls ein systematisches Werk der Strategie vorgelegt hat, das aber für uns nicht erhalten ist. Dieses, so schreibt er im Vorwort zum ersten Buch, sei aber zu ergänzen durch Strategemata, weil nur durch die Konfrontation mit dem, was probatis experimentis, mit gelungenen Erfahrungen verbunden werden kann, der abstrakten Lehre eine konkrete Anschauung folgen kann und vor allem man tatsächlich etwas daraus lernen kann. Auch hier ist das Kreativitätspostulat der eigentliche Kern. In den Worten von Frontin: weil aus den Strategemata, wie er sich ausdrückt, die Facultas excogitandi generandique similia genährt werde. Die Fähigkeit, ähnliche Dinge sich auszudenken und dann auch in die Praxis umzusetzen. Strategemata sind also eigentlich ein Stoff für die Anregung der Fantasie. Um das sein zu können, so Frontin, muss ihre Komplexität reduziert werden. Sie müssen nach bestimmten Gesichtspunkten und Prinzipien verknappt werden, damit sie ökonomisch mit der Zeit der Leser umgehen. Der Leser spart sich eigene umfangreiche Lektüre, spart sich sachliche Auswahlarbeit. Brevitas zeichnet sie also aus. Und das unterscheidet ihn, sein Werk von dem Polyens, Sortierung nach sachlichen Gesichtspunkten, Klassifikation. Strategemata sind hier also nicht Einzelbeispiele, sondern Beispiele für Klassen von Vorgehen. Das bedeutet, Probleme oder Lagen, könnten wir besser sagen, werden sortiert nach bestimmten Prinzipien und dann werden sie durch Exempla illustriert. Auch hier vielleicht nur summarisch der Hinweis, dass diese Exempla natürlich im Einzelnen alle aus der Historiographie stammen. Scipios Offensive in Afrika, Fabius Cunctators zurückhaltende Abnutzungskriegführung, das sind die Standardbeispiele, die offensichtlich für Abnutzungskriegführung und für eine Expeditionsunternehmung als Beispiele verwendet werden. Aber Strategemata sind selbstverständlich auch Beispiele für Tugenden, vielleicht auch das, was wir in der Moderne innere Führung nennen. Im vierten Buch seiner Strategemata geht es um das, was er Strategika nennt, Probleme, die der Feldherr bewältigen muss und sie bewältigen kann, indem er an sich oder an den Soldaten bestimmte Tugenden ausbildet, bestimmten Lastern entgegentritt, Gerechtigkeit, Entschlossenheit und so weiter. Zweite Form der Literatur, Rollenmodelle. Ganz knapp, dafür haben wir mehrere Beispiele. Das wichtigste ist aus dem ersten Jahrhundert nach Christus der Strategikos des Onasander, ein Werk, das er einem gewissen Quintus Veranius gewidmet hat, der wohl wahrscheinlich identisch ist mit einem gleichnamigen Militärkommandeur, der 49 nach Christus Konsul war und 10 Jahre später beim Versuch der Eroberung von Wales gefallen ist, in der Zeit Neros. Dieses Werk folgt chronologisch, wenn man so will, dem gedachten Verlauf eines Feldzuges, von den Gesichtspunkten für die Auswahl des Feldherrn bis am Ende dafür, wie man die Siegesfeier organisiert. Es handelt sich also ganz offensichtlich um eine Übernahme des sophistischen Rollenmodells für Regeln für die
Durchführung der performativen Akte, der Auftritte und Entscheidungen, die der Feldherr zu machen oder zu treffen hat. Der Autor schreibt, ein bloßes Kompilat von Regeln praktischer Klugheit wolle er nicht präsentieren, sondern die Prinzipien der Strategie als einer Technae, einer regelbasierten Kunstlehre zum Ausdruck bringen. Technae ist der Terminus technicus für ein rhetorisches Lehrbuch. Und er wolle diese eigentümliche Form der Urteilskraft, die der Phronesis, zum Ausdruck bringen. Das ist der Begriff, den Aristoteles eingeführt hat für praktisches Urteilen. Die Schulung der Urteilsfähigkeit der Leser anhand von nach sachlichen und handlungslogischen Gesichtspunkten geordneten Beispielen und Regeln gelingenden Handelns des Feldherrn, darin liegt eigentlich diese Form der Belehrung. Alle diese Regeln werden als hypothetische Imperative formuliert, Regeln der Zweckmäßigkeit, deren Zweck aber bei Unasander meistens nicht angegeben wird. Darin folgt er dem bloßen Rollenmodell der Sophisten. Um ein Beispiel zu geben, Kapitel 23 empfiehlt dem Feldherrn, gelegentlich Falschmeldungen zu verbreiten, weil er sowohl den eigenen wie auch den anderen gegenüber daraus Vorteile ziehen kann. Zitat, so ist es nützlich, sowohl die eigene wie die Armee des Feindes durch Falschinformationen zu betrügen, vorteilhaft für die erstere, nachteilig für die letztere, dass man also die Ermordung des feindlichen Feldherrn verkündet, mag den einen Mut und den anderen Verzweiflung nahebringen. Das sind so die Art Überlegungen, die man hier lesen kann. Rollenklarheit und Rollentransparenz sowie die Kompensation und Deutung fehlender eigener Erfahrungen, das waren die Zwecke der Belehrung dieser aus der sophistischen Militärlehre entstandenen Strategieliteratur. So aufgebaut war auch der Hipparchikos Xenophons, von dem ich schon sprach, und so aufgebaut sehr wahrscheinlich ein uns nicht wirklich voll erhaltenes Werk eines Schülers des Theophrast aus dem Ende des 4. Jahrhunderts vor Christus, der dann nach der Jahrhundertwende Funktionär am Ptolemäerhof war, sodass wir geradezu davon sprechen können, dass ein Traditionsband diesen Demetrios von Phaleron, Onasander, das byzantinische Strategikon des Mauricius um 600, Leos des VI. Kriegslehrbuch um 900 und Hermann Moritz von Sachsens Buch um 1700 regelrecht durchzieht und inhaltliche, ja geradezu auch motivische Übernahmen finden wir zuhauf. Demetrios in seinem Strategika, das wissen wir, artikulierte, wie wichtig es ist, einen überzeugenden und gerechtfertigten Kriegsgrund zu haben und beschreibt mit Worten dessen psychologische und legitimatorische Wirkung, die wir praktisch wörtlich bei Onasander wiederfinden und die sich bei den Nachfahren dieser beiden alle finden. Kurz gesagt, hier durchzieht also die abendländische Strategieliteratur diesen Typs zugleich auch die Orientierung an diesem rhetorischen Modell. Dritte Form, knapp, Strategie als Lehr- und Merksätze, darüber können wir am wenigsten sagen. Es handelt sich nämlich nur noch um Bruchstücke, die wir darüber aus der Antike haben, nämlich von systematischen, nach sachlichen Gesichtspunkten sortierten Sammlungen von Lehrsätzen, wie sie wohl Frontin geschrieben hat, ohne dass sie sich erhalten hätte. Es gibt nur noch kurz gefasste Reste solcher Schriften und als eine solche können wir das dritte Buch der Epitomare Militaris des Vegetius aus dem 4. nachchristlichen Jahrhundert ansehen. Metaphorisch bezeichnet der Autor dessen Gehalt, das erste Buch behandle Auswahl und Ausbildung der Rekruten, das zweite die Institutionen und Einrichtungen der Legion und das dritte dann lasse den Schlachthof ertönen. Was man also in diesem dritten Buch lese, sei die Organisierung von Feldzügen und Gefechten. Und nach Überlegungen zu den unterschiedlichen Operationen und die ihnen zukommenden unterschiedlichen Heeresgrößen, nach Überlegungen zur Gesunderhaltung der Armee und der Organisation des Nachschubs und nach Überlegungen über das Verhindern von Heeresaufständen, das habe ich Ihnen jetzt so ausführlich gesagt, weil das genau der Katalog ist, wie Sie sich erinnern, den wir bei Xenophon schon fanden, finden wir dann eine Reihe von strategische Probleme behandelnden Lehrsätzen. Lehrsätze, die allerdings ihren Stoff ebenso aus der Historiografie schöpfen, nicht nach Protagonisten, nicht nach dem gedachten Verlauf eines Kriegszuges oder den performativen Anforderungen an den Feldherrn sortieren, sondern nach einem tradierten Katalog von Sachproblemen. Und dieser tradierte Katalog von Sachproblemen ist das, was wir bei Xenophon als Liste
lesen können, Kyropädie 1643, liegt gewissermaßen wie ein Inhaltsverzeichnis dem, was wir bei Vegetius lesen können, noch zugrunde. Wie man nahenden Feind auf dem Marsch passiert, Flüsse überquert, ein Lager baut, das sind die dann folgenden Gesichtspunkte und Sie sehen, sie folgen dieser Liste ganz genau. Auch die Regel ex occulto, nicht in offener Feldschlacht den Feind zu überwinden, sondern mit möglichst wenig Risiko ihn gleichsam zu überraschen. All dieses Material finden wir hier, ohne dass wir es im Einzelnen durchgehen. Das Buch endet mit einer knappen Sammlung von Merksätzen, die gleichsam wie Sprüche Lehren an den Feldherrn zusammenfassen. In der Wirkungsgeschichte des Werkes sind es diese wenigen 1,5 Druckseiten, die aus dem Militärliteraten Vegetius einen strategischen Denker haben werden lassen und die in der Nachwirkung, in der Wirkungsgeschichte die größte Wirkung entfaltet haben. Beispiel dafür sind die teilweise analytischen und insofern redundanten Regeln, grundsätzlich den Schaden des Feindes und den eigenen Nutzen im Blick zu haben und auch als eigenen Nutzen im Blick zu haben, oder der Feldherr werde kaum überwunden, der ein zutreffendes Urteil über die eigenen und die Truppen des Gegners habe. Es sind also im Grunde zum Teil recht banale Dinge. Fassen wir zusammen. Wie wir sehen, wurzelt auch diese Form der Belehrung wie die exemplarische und das Rollenmodell-Coaching in rhetorischen Lehrtraditionen. Und wenn Vegetius von Dispositionen spricht, meint er zweierlei: Planung und Generalisierung begrenzten Allgemeinheitsgrades über Verhaltensweisen, also Habitus und Tugenden in verarbeiteter Form, also als die Gesta. Alle drei Typen strategischer Literatur, die nicht nur nach Form und Inhalt, sondern auch in ihrer ganzen Gestalt und Wertigkeit das byzantinische Mittelalter und die frühe Neuzeit interessierten und deren militärische Wissenssammlung und Systematisierung bis zur Entstehung des neuzeitlichen wissenschaftlichen Paradigmas prägten, sind, wie ich zu zeigen versucht habe, Kinder eines rhetorischen Paradigmas. Das Exemplum, das Strategem genauso wie das Rollenmodell und die typische nach Standardlagen und Problemen geordnete Rezept- und Merksatzsammlung. Diese Literatur entwickelt, anders als diejenige zur militärischen Terminologie und Taktik, keine echte deduktiv-systematische Gliederung. Taktikschriften aus der Antike sind ganz anders aufgebaut, sondern sie ist prinzipiell aufgebaut wie ein rhetorisches Lehrbuch. Während im Vordergrund der Taktik, Plan und Systematik stehen, geht es in Rhetorik und Strategie um Antagonismus, um den unendlichen Regress, um Tugenden und Laster und um praktische Klugheit. Strategie ist dabei so wenig eine moderne Wissenschaft, wie es die Redekunst auch ist. Spieltheorie, die Theorie der internationalen Beziehungen oder die Kritik der Überlieferung, das sind moderne Wissenschaften, das heißt, sie sammeln nicht nur Erfahrungswissen, sondern leiten generalisierende Aussagen aus Gründen ab, indem sie ihren Gegenstand allererst darstellen bzw. herstellen. Strategie dagegen ist hier wie die Redekunst eine Sache der praktischen Urteilsfähigkeit, aber auch des Stils, der politischen Klugheit. Und weil sie keine Sache begründender Herleitung ist, sondern des Umgangs mit dem Phänomen antagonistischen Verhaltens unter den Bedingungen des Habens von Werten, Normen und praktischen Absichten. Sozialwissenschaftliche Systematik wird helfen, wesentliche Aspekte eines solchen Phänomens verstehen zu lernen. Und so wie alle Wissenschaften und alle Studien als Beiträge für die Formulierung von Strategien und Strategien liefern können, wird das moderne Wissenschaft auch kommen. Gegen Null reduzieren wird Wissenschaft dabei weder das Problem der antagonistischen Verschränkung und des unendlichen Regresses, ich weiß, dass mein Gegner weiß, dass ich weiß und so weiter, noch das der Komplexität und Kontingenz menschlichen Handelns, noch das der Tatsache, dass in Strategien Sätze über Säulen und Qualitätsepitheta verwendet werden, etwa gut. Zum Schluss einige überspitzte Thesen. Ich leite aus diesen Überlegungen folgende Thesen zum Nachdenken ab, bin mir bewusst, hier über Clausewitz handlungstheoretisch gegründeten Strategiebegriff gar nicht gesprochen zu haben, sondern über eine Handlungslehre, die sich an einem ganz anderen Modell orientiert, die Handlung als Interaktion sich vorstellt, wie als würde sie nach Regeln der grammatischen, logischen, aber auch technisch-sachlichen Folgerichtigkeit dialektisch, also gleichsam argumentativ, sich vollziehen. Das ist nicht das Darstellungs- oder Herstellungsmodell moderner Wissenschaften. Moderne Wissenschaften schaffen oder manipulieren ihren Gegenstand. So wird zum Beispiel Krebs
etwa der Gebärmutterhalskrebs, gegebenenfalls durch Impfung verunmöglicht oder bestrahlt, wird operiert, was auch immer, rhetorischem Umgang mit dem Phänomen Krebs entspräche etwas anderes, nämlich die auch uns nicht ganz ungeläufige Rede vom Besiegen des Krebses oder einer Niederlage gegen diesen, also die Unterstellung, die Krankheit sei ein Gegner und sie habe einen Willen und diese eine Kraft. Erste These, Strategie, strategisches Denken und strategisches Lehren, die es mit dem Antagonismus von Kräften und Dispositionen zu tun haben, entwickeln sich in der Antike nicht als Sache einer Wissenschaft, sondern praktisch-politischer Klugheit und Urteilskraft. Strategie ist Lehre der Auseinandersetzung, der Interaktion wie die Rhetorik. Diese Strategie ist zweitens Literatur. Sie hat ihren jeweiligen Stil, ihren nicht zu verachtenden Unterhaltungszweck, Bildungsabsichten, die sie mit vielen Gattungen der Literatur und der Rhetorik teilt. Drittens, kluge Strategien werden sich auf der Höhe der Wissenschaft begründen oder in Frage stellen lassen, so wie die antike Theorie des klimatischen Determinismus, eine medizinische Theorie, auch die gesamte antike Strategieliteratur durchzieht. Genauso werden natürlich kluge, moderne Strategien nicht ohne wissenschaftliche Grundierung und ohne wissenschaftliche Reflexion auskommen. Sie erschöpfen sich aber nicht darin und sie bestehen nicht schon in wissenschaftlichen Sätzen, weil Strategien neben Aussagesätzen und Sätzen über Erwartungen auch Imperative und Werturteile enthalten. Und weil das Attribut gut trotz seiner Konjunktur in der politischen Werbesprache, gute Kita-Gesetz, nicht ohne weiteres als aus Aussagesätzen begründet angesehen werden kann. Viertens, Strategie zu lernen und zu lehren hat es zu tun mit dem Vorhaben, eigene durch fremde Erfahrungen zu ersetzen, zu Kreativität und Erfindungsreichtum anzuleiten. Strategie lehrt sich und lernt sich daher eher wie eine Kunst als wie eine Wissenschaft. Was man liest, das prägt man, prägt. Auch in diesem Sinne wäre zu wünschen, wenn etwa auch in den deutschen Buchläden Abteilung Gerry Strategie existierten wie in Frankreich. Fünftens, wenn Strategie weniger Wissenschaft und mehr rhetorikähnliche Kunst, Klugheit und Politik ist, dann kann und sollte ein gedeihliches Verhältnis zwischen Strategie und Wissenschaft zu beiderseitigem Nutzen eines der Kooperation, des Austausches und der gegenseitigen Befruchtung, nicht aber eines der hierarchischen oder funktionalen Unter- oder Überordnung oder gar einer geheimen klandestinen Kumpanei sein. Institute für strategische Studien, um daraus eine institutionelle Ableitung zu ziehen, wie wir sie gerade in Hamburg aufbauen, sollten also möglicherweise nicht als militärwissenschaftliche Einrichtung aufgebaut werden, sondern als interdisziplinäre, kooperative, auf Freiwilligkeit und der Achtung der jeweiligen Geltungsgrundsätze aufruhende Gemeinschaftseinrichtung. Das ist nicht einfach und wird vielleicht auch nicht funktionieren, aber versuchen kann man es ja. Letzte Bemerkung, ich rede hier nicht über Statusfragen. So wie man Professoren des Geigenspiels oder der Malerei ernennen kann, wird man auch Professoren der Strategie ernennen können und ich behaupte, sollen. Und so wie mancher Geiger als Bratschenprofessor endet, wird unter diesen Strategieprofessoren der eine oder andere Historiker, Politologe, Psychologe sein oder Mathematiker oder eben Oberst oder General. Wichtig ist, und das wollte ich sagen, was sie betreiben, ist aber nicht Mathematik, es ist nicht Psychologie, es ist auch nicht Krieg, sondern ich halte es immer noch für recht gut beschrieben als eine künstlerische Lehre. Und das endet mein Vortrag, bringt mich dazu, Ihnen für Ihre Geduld zu danken, für Ihre Leidensfähigkeit. Und ich muss gestehen, dass die Temperatur unter meinem Jackett inzwischen auch etwas gestiegen ist. Vielen Dank. Sehr eindrucksvollen und informativen Vortrag, der wieder zum Denken angeregt hat. Ich darf leider Gottes momentan keine Fragen zulassen, weil wir sonst aus dem Zeitplan rauslaufen. Das spielt aber keine Rolle. Wir haben danach die Kaffeepause. Wir haben unseren, ich sage desbedingt Hüttenabend, weil Kamin haben wir keinen. Also es ist eher Hüttenabend als Kaminabend, wo es die Gelegenheit gibt, noch in die Tiefe zu sprechen. Dem Außenstehenden könnte sich das Bild eröffnen, dass er sagt, wie lange definieren die schon an Strategie herum? Wissen sie jetzt endlich, was sie unter Strategie verstehen?
Das ist natürlich nur eine oberflächliche Betrachtung. Ich widme dieser Frage, wie viele Zugänge zur Strategie gibt es, bewusst viel Zeit. Denn diese Zugänge sind nicht ausschließlich. Die lassen sich kombinieren, sie ergänzen einander. Und es geht ja nicht nur um die beckmesserische Frage, wie definiere ich was ausreichend präzise. Es verbirgt sich hinter jeder Komponente dieser Definitionen ein Funktionsprinzip. Und durch eine Sammlung von verschiedenen Zugängen kriege ich also ein relativ großes Kaleidoskop an möglichen Funktionsprinzipien, aus denen heraus ich die bedarfsgerechte Strategie anwenden und verstehen kann. Und in diesem Sinn bin ich sehr dankbar für den Beitrag. Dankeschön. Ich darf jetzt mit dem nächsten Pendel, das hier verbleibt, gleich fortsetzen. Das Parallelpendel ist schon im Sattel und reitet schon. Ich darf diesen Pendel hier bis Frau Dr. Altmann, wunderbar, bis 15:25 zur Kaffeepause, damit haben Sie die volle Zeit. Und ich darf hier eine einleitende Bemerkung zum Thema, wir nennen das Ganze strategische Kommunikation. Nachdem wir viele Gäste aus Deutschland da haben, muss ich so hier, Sie kennen ja die Definition, Österreich und Deutschland sind zwei Völker, unterschieden nur durch die gleiche Sprache, ein bisschen eine Übersetzung anbringen. Wir verstehen unter strategischer Kommunikation etwas anderes. Bei uns ist es die Kommunikation des Unternehmenszweckes aus Sicht des Ministeriums, wohingegen strategische Kommunikation im deutschen Verständnis eher in die operative Umsetzung geht. Das heißt, wenn hier gilt es zu übersetzen. Wir meinen, wir widersprechen nicht, wir haben nur eine andere Definition. Ich glaube, das muss man einleitend klarstellen. Frau Dr. Axmann, ich darf Ihnen viel Erfolg für die Durchführung des Panels wünschen. Bitte schön. Geben Sie mir den anderen bitte mal. Das funktioniert auch. Ja, einen angenehmen Nachmittag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Ute Axmann vom Bundesministerium für Landesverteidigung und ich freue mich, dass ich Sie heute durch dieses Panel leiten darf. Und ich möchte auch diejenigen begrüßen, die mittels Livestream bei uns jetzt zusehen. Und falls Sie erst in 3 Tagen bei uns zusehen, dann heißt das halt Back to the Future. Ja, also, meine Damen und Herren, an und für sich wäre die Sache ja ganz einfach. Ja? Es klingt im Prinzip ganz einfach. Zuerst gibt es den Willen, dann kommt die Strategie und dann kommt die Frage, mit welchen Kanälen, mit welchen Mitteln, mit welchen Medien man diese Strategie umsetzen soll, damit die Botschaft beim Gegenüber auch ankommt und man letztendlich dann sein Ziel erreicht. Dass es aber nicht immer so einfach ist, beweist das Spannungsfeld, dass diese Begriffe Wille, Strategie, Medien und vor allem Kommunikation erzeugen. Dieses Spannungsfeld beschäftigt die Menschheit grundsätzlich schon seit langer Zeit und wie wir spätestens seit dem Vorredner mitbekommen haben, eigentlich schon seit Jahrtausenden. Auch in der Antike hat man sich damit beschäftigt. Und ausgehend vom Militär wurde die Thematik in die Wirtschaft übernommen und von dort aus weiter verbreitet. Und teilweise ist diese Thematik von der Wirtschaft wiederum zum Militär zurückgekehrt. Inzwischen ist ein eigener Wirtschaftszweig entstanden. Und es gibt zahlreiche Firmen, die sich mit diesem Themenkomplex beschäftigen. Unzählige Beratungsfirmen bieten ihre Dienste an, um die Strategie zu entwickeln, Strategie und Corporate Identity zu formen, die eigene Zukunft zu erfinden und die besten Mittel und Wege in der strategischen Unternehmenskommunikation zu finden. Es werden die verschiedensten Theorien aufgestellt.
unternehmenstheoretische Ansätze und Modelle aufgestellt. Man sieht Modelle in Häuserform, in Spiralenform, in Flowcharts, in allen möglichen Formen kommen diese Modelle daher. Und viele Modelle auch, wie die Kommunikation am besten in den Strategieprozess integriert werden kann. Und darüber hinaus ist Kommunikation eigentlich eine Querschnittsmaterie und kann nicht in einer eigenen Institution festgemacht werden oder an einer einzigen Person. Und viele Unternehmen wissen daher auch gar nicht, wo sie die strategische Kommunikation einordnen sollen. Besteht sie einfach nur aus Medienarbeit und ein bisschen interne Kommunikation und verbreitet man so die vorhandene Strategie eines Unternehmens? Was ist mit Human Resource Management? Und was ist mit der Strategieentwicklung? Da gibt es auch eigene Manager. Und auch die fordern einige Teilbereiche der Kommunikation für sich. Wie spielen Personalmarketing und Corporate Identity hinein? Und wer macht letztendlich die Stakeholder-Analyse? Es ist also eine Frage der Definition. Und das vor dem Hintergrund des technologischen Fortschritts beziehungsweise der Digitalisierung und unter anderem auch damit verbundenen gesellschaftlichen Wandels. Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang auch das Wort Strategie selbst, denn jede Tätigkeit ist ein bisschen in ihrem Wert angehoben, sobald man etwas strategisch macht oder etwas strategisch wird. Und darüber hinaus, da werden wir auch in unserer Runde noch dazu kommen, gibt es auch andere Diskussionspunkte. Zum Beispiel, ist Terrorismus eine Kommunikationsstrategie? Wie sieht es für die Soldaten, wie sieht es mit PSYOPs aus? Ja, und so wie es die Thematik auch vorgibt, werden wir heute in diesem Panel einen großen Bogen spannen. Oberstleutnant Peter Ude, er sitzt hier zu seiner Rechten. Er wird ausgehend von General Clausewitz unter Berücksichtigung historischer Aspekte über Auswirkungen der medialen sicherheitspolitischen Berichterstattung auf das Meinungsklima der Bevölkerung referieren. Ich darf Sie bitten, Sie gelten ja als ein Soldat, der schon vor vielen Jahren die Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit erkannt hat, fürs Militär auch, dass Sie sich ein bisschen mal vorstellen. Ja, also mein Name ist Peter Ude. Ich war aktiver Offizier in der Bundeswehr, bin eingetreten 1956, also ganz am Anfang, bin dann 1993 ausgeschieden, war Zugführer, war Kompaniechef, war Kommandeur und in den letzten Jahren im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Kommunikation eingesetzt. Das nur kurz dazu. Jahrgang 38 vielleicht. Wir werden dann fortsetzen mit Oberst Friedrich Jeschonek, der neben mir sitzt. Er ist ein Soldat, der lange schon den Zusammenhang zwischen Militär und Wirtschaft erkannt hat. Und er wird heute zur Bedeutung strategischer Kommunikation und Medien im Rahmen der gesamtstaatlichen Strategieentwicklung referieren. Herr Oberst, darf ich bitten, dass Sie sich auch mal kurz vorstellen? Ja, ich bin 42 Jahre Soldat gewesen. Seit 10 Jahren arbeite ich nach meiner Pensionierung als Redakteur der Zeitschrift Harthöhenkurier. Und ich diene natürlich weiterhin meinem Staat, indem ich als Medienauswerter im Fachinformationszentrum der Bundeswehr tätig bin. Dankeschön. Dann neben mir sitzt Jasmin Terfort von der Bundeswehr. Und sie hat in einem Interview mal gesagt, und diesen Satz finde ich wirklich so bedeutsam, ich liebe Kommunikation, wenn sie sich bewegt. Was meinen Sie damit? Naja, also wenn Bilder laufen, bewegen sie sich und dann bewegt sich was bei uns, nämlich Emotionen. Und mit Emotionen kann man halt auch Inhalte und auch Statements setzen. Und das finde ich total wichtig. Das heißt, in Ihrem Vortrag werden wir erfahren, wie die Bundeswehr die neuen sozialen Medien nutzt, für die Zwecke eben die Strategie der Bundeswehr umzusetzen. Yes, and last but not least, I would like to welcome Commander Michael Kottner. Und wir springen somit über den Ärmelkanal und wir werden dann hören, wie im anglikanischen Raum die Thematik behandelt wird. Commander, sometimes you called you the jack of all trades in military sciences. Would you be so nice and just tell us a little about you? Yes, I was in the Royal Navy for 30 years as a seaman officer, anti-submarine warfare, mainly in frigates. My degrees were in philosophy and psychology. I had also been an army brat as a kid in Germany, Hong Kong, and Singapore.
In my latter days in the Navy, I was Professor of Strategy and Operations at the United States Naval War College, and I wrote the Royal Navy's first book of strategic doctrine. I then moved on to the Royal United Services Institute, where I have been Director of Military Sciences until recently. I'm now a member of the editorial board. I'm still a senior research fellow, and I also look after human resources. Thank you very much. We're looking forward to your presentation. Ja, das ist einmal die kurze Vorstellungsrunde und ich würde dann bitte den Herrn Oberstleutnant den ersten Vortrag bitten. Also die erste Überraschung, die ich Ihnen mache, ich gehe nicht in die Antike. Das, was Herr Professor geleistet hat, da kann ich natürlich nicht mit aufwarten. Lassen Sie mich mit einem schlichten, einfachen Witz beginnen. Also es ist eine Impfaktion und bei dieser Impfaktion wird auch Klein Fritzchen geimpft. Und nachdem der Doktor die Spritze wieder rausgezogen hat, sagt er: Fritzchen, weißt du eigentlich, gegen was ich dich geimpft habe? Da sagt Klein Fritzchen: ja, gegen meinen Willen. So, das vielleicht nur als Einstieg. Das Thema, Frau Axmann hat das ja gesagt, ich habe das so formuliert: die Auswirkungen der medialen sicherheitspolitischen Berichterstattung auf das Meinungsklima der Bevölkerung. Unser Wille wird durch unser Ich bestimmt. Unsere Willenskraft hängt von der Stärke dieses Ichs ab. Sie sehen hier das Taschenbuch der Psychologie, das ich vor vielen Jahren mal irgendwo in einem Antiquariat gefunden habe und in der Vorbereitung auf dieses Thema hier und auf die Strategiekonferenz habe ich mich natürlich damit nochmal intensiv befasst. Jetzt komme ich zu Clausewitz. In der öffentlichen Wahrnehmung und in der Militärwissenschaft ist der preußische General Karl von Clausewitz, jetzt werde ich mal gucken, ob das hier, halt, einmal zurück, das war der falsche, ja, nee, komm mal zurück, halt. Ich wollte ihn nicht, ja, ja, da ist er, da ist er. Ich habe dieses Bild genommen, wir hatten ja hier schon mal ein Bild von Clausewitz. Da habe ich mich gewundert. Das war nämlich das Bild in russischer Uniform. Also, ich hätte es also nicht genommen, sondern ich hätte ein deutsches. Wobei das Original in der russischen Uniform hängt, glaube ich, an der Führungsakademie, in der Führungsakademie. Also das nur dazu. Also, Karl von Clausewitz als der Kriegsphilosoph und Verfasser des Werkes Vom Kriege bekannt. Mit dem in aller Welt verbreiteten, in unzähligen Sprachen, allein in 13 chinesische Übersetzungen sind bekannt, anerkannten Werk beginnt die moderne Militärtheorie. Der Vollständigkeit halber sei daran erinnert, dass auf der Erstausgabe von 1932 unter dem Titel Vom Kriege des Weiteren das hinterlassene Werk des Generals von Clausewitz zu lesen. Jetzt wollen wir mal gucken. Das wollte ich noch mal darauf aufmerksam machen. Es wird nicht immer gesagt, Clausewitz vom Kriege und so weiter und so fort. Er selbst hat das ja nicht veröffentlicht, aber das brauche ich Ihnen nicht sagen. So. Es muss also jemand den Willen gehabt haben und die Herausgabe umgesetzt haben. Also seine Lebensaufgabe. Und wir wissen auch, wer diesen Willen gehabt hat. Es war nämlich seine Frau, die Marie von Clausewitz. Sie hat den Willen gehabt, dieses Werk in die Öffentlichkeit zu bringen. Es war nicht er selbst. Das vielleicht nur mal am Rande dazu gesagt. Aber unabhängig von seinem Hauptwerk Vom Kriege, insgesamt 8 Bücher, hat Karl von Clausewitz militärpolitische Schriften, kriegsgeschichtliche Arbeiten, Vorlesungsmanuskripte und fragmentarische Studien hinterlassen, wovon ein großer Teil nicht veröffentlicht wurde. Sie kennzeichnen den Verfasser als einen Mann klarer Logik, umfassenden kritischen Wissens,
meisterhafter Feder und sensiblen Charakters, schreibt Dorothea Schmidt in einem Aufsatz mit dem Titel Karl von Clausewitz. Die angesprochene meisterhafte Feder wurde ihm aber nicht in die Wiege gelegt. Als Sohn bürgerlicher Eltern am 1. Juli 1780 in Burg bei Magdeburg geboren, wurde er schon im Alter von 12 Jahren Soldat. Er erkannte bald die Mängel seiner ungenügenden schulischen Bildung und glich diese mit starker Willenskraft durch autodidaktische Studienbemühungen aus. Der Erfolg war das Bestreben, das Bestehen der Aufnahmeprüfung zum Besuch der Kriegsschule für Offiziere in Berlin, die er von 1801 bis 1804 absolvierte. Als Leiter dieser Schule war Oberst Gerhard von Scharnhorst, der in Hannover geboren ist. Und jetzt, den wollte ich Ihnen ja noch zeigen, also hier Oberst Gerhard von Scharnhorst, dieses Bild. In diesem Jahr, also 1804, begann eine Männerfreundschaft, von der Preußen in seinem Freiheitskampf gegen die französische Unterdrückung profitieren sollte. Mit dem Eintritt in die militärische Gesellschaft 1802 und der Zuweisung nach Ende der Kriegsschulausbildung als Adjutant bei Prinz August von Preußen bekam Clausewitz Zugang zu den höchsten Kreisen des Staates. Schon 1809 wurde von Karl von Clausewitz anonym eine Veröffentlichung der neuen Bellona gedruckt. Diese militärische Fachzeitschrift veröffentlichte Beiträge zur Kriegskunst und zur Kriegsgeschichte. Clausewitz setzte danach auch seine literarische Tätigkeit fort. 1809 wird der Mitarbeiter von Scharnhorst, der inzwischen Generalmajor und Chef der Preußischen Heeresreorganisationskommission ist. Scharnhorst hat seinen Freund bei seinen literarischen Tätigkeiten immer wohlwollend begleitet. War dieser selbst auch Militärschriftsteller, Redakteur, Gründer des neuen militärischen Journals, Herausgeber der Zeitschrift Militärbibliothek und der Bibliothek für Offiziere. Mit seiner neuen Verwendung bekommt Clausewitz Zugang zum innersten Kreis der preußischen Reformer. Zu ihnen gehören Neither von Gneisenau, Karl von Grohmann, Hermann von Bojen und Reichsfreiherr Heinrich von und zum Stein. Er selbst, Clausewitz, beschreibt seine Tätigkeit einmal, dass er der literarische Faktor Scharnhorst sei. Das bedeutet, dass Clausewitz in Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln die Bemühungen um die Staats- und Heeresreform der Öffentlichkeit darstellt. In ihrer heutigen Auslegung könnte man also feststellen, Clausewitz hat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht und hat damit die Resilienz der Bürger Preußens gegen die Franzosen gestärkt, versucht zu stärken. Im Prinzip ist das nichts Neues. Eine systematische Nachrichtenpolitik lässt sich in Preußen zu Friedrich dem Großen zurückverfolgen. Gisela Sänger formuliert das so, dass der König, ich zitiere, seine Außenpolitik publizistisch zu stützen wusste, günstige Nachrichten verbreitete und ungünstige verhinderte, oft auch selbst Zeitungsartikel schrieb. In jeder Institution steckt das Streben nach Macht und Einfluss. Macht strebt nach mehr Macht nach Allmacht. Eine eigene Rolle der Presse, die der Philosoph Jean-Jacques Rousseau schon die vierte Säule des Staates nannte, war allerdings in absolutistischen Staaten ja noch nicht gegeben. Der französische Kaiser Bonaparte erkannte allerdings schon früh die Bedeutung der Informationssteuerung durch die Presse. Er führte bei seinen Kriegssiegen im Tross eine Felddruckerei mit. Mit den in seinem Sinne verfassten Artikeln beeinflusste er die Meinungsbildung und das Meinungsklima der Bevölkerung in den besetzten Gebieten. Sich selbst bezeichnete Napoleon als sein eigener Pressechef. Schließen wir diesen Zeitraum mit zwei Fakten.
1851 wurde in Preußen die Zentralstelle für Pressangelegenheiten geschaffen, die 1860 in literarisches Büro des Staatsministeriums umbenannt und später dem Innenministerium unterstellt wurde. Da konnte natürlich das Außenministerium nicht nachstehen und installierte in seinem Haus natürlich auch ein Pressbüro. Also die Konkurrenz innen, außen, alles schon mal da gewesen. Erlauben Sie mir eine kleine Anmerkung. Bei der Zentralstelle für Pressangelegenheiten war auch Theodor Fontane beschäftigt. Alle sagen immer Theodor Fontane, das ist falsch. Er war ein Hugenotte und nannte sich sein Leben lang Theodor Fontane. Dessen 200. Geburtstag wir ja in diesem Jahr feiern. Und bekannt ist ja sein Gedicht, Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und was wollte er als letzten Willen haben? Er wollte eine Birne mit in sein Grab haben. Das wurde ja auch gemacht und aus dieser Birne wurde er dann ein Birnbaum und dann bekamen die Kinder immer hinterher wieder eine Birne von ihm. Also der letzte Wille. So, jetzt wieder zum Ernst. Die Zunahme der Bedeutung der Pressearbeit erkennt man auch daran, dass das Kriegsministerium in Berlin schon am 2. August 1940 Oberstleutnant Nicolai aus der Nachrichtenabteilung des Großen Generalstabs beauftragte, den Kriegspressedienst zu leiten. Auf Pressekonferenzen erläuterte Nicolai den Berliner Journalisten, anfangs auch den ausländischen, den in Berlin akkreditierten, den Verlauf des Krieges. Das wurde nachher natürlich eingestellt, die Pressekonferenzen wurden immer kürzer, weil die Erfolge nicht mehr da waren. Also ganz logisch, wenn Sie keinen Erfolg haben, brauchen Sie keine Pressekonferenz machen. Jimmy Shee weiß das ja besser als ich. Unter der Leitung eines Generalstabsoffiziers wurde an beiden Kriegsfronten ein Kriegsberichterstatterquartier eingerichtet. Korrespondenten von anerkannt patriotischer Gesinnung, verfassten unter militärischer Aufsicht Beiträge für die Zeitungen. Kaiser Wilhelm II. War mit dem, zitiere, patriotischen Schwung der Journalisten zufrieden und erklärte, Sie schreiben ja famos, ich lese Ihre Berichte gerne. Auch die österreichische Armee hatte das natürlich schnell begriffen und richtete ein Kriegspressequartier an der galizischen Front ein, um unsere Kameraden aus Österreich hier nicht zu übersehen. So, ich könnte jetzt hier einen Einschub machen über Propaganda und Journalismus, das müssen wir weglassen, weil wir das von der Zeit her nicht hinkriegen. Ich will nur auf eins hinweisen, auf den Begriff Wille. Das habe ich hier nicht im Bild, das habe ich nur mal mitgebracht. Bitte nicht fotografieren, weil da muss ich das so zudecken hier unten, ne? Nicht, dass das noch in die Presse kommt oder sowas. Also unser Weg und Wille, und dann gibt es noch ein anderes Heft, Wille und Vollendung. Also, so, das nur dazu. Dass das Verhältnis zwischen Militär und Journalisten nicht immer spannungsfrei war, soll an einem Ausspruch gezeigt werden. Ich zitiere, schreiben Sie man immer zu, gegen wen es auch sei. Ich nehme alles auf mir. Aber das sage ich Sie, wahr muss es sind. Das sagte nach der Schlacht bei Waterloo Feldmarschall Blücher dem liberalen deutschen Journalisten Josef Görres. Hier. Da ist das Zitat, kann man jetzt nicht lesen, ist ja auch egal, ich habe es ja vorgetragen. An diesen Beispielen ist klar zu erkennen, dass der übergeordnete Wille der politischen und militärischen Führung herauszulesen, das Meinungsklima in der Bevölkerung positiv für die eigenen Entscheidungen zu beeinflussen. Wir können also feststellen, dass staatliche Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit oder Informationstätigkeit keine Erfindung der Demokratie sind,
In der heutigen Informationsgesellschaft kommt ihr allerdings eine immer größere Rolle zu. Carlo Schmitt, einer der Väter unseres Grundgesetzes, formulierte in einem Aufsatz: Im Übrigen aber sei, was den Menschen anbelange, die entscheidende Realität der Wille. Durch den Willen des Menschen würden die Institutionen dieser Welt geschaffen. Sie seien also nicht Ausdruck vorgegebener Ordnungsgefüge. Auch der Staat sei ein Produkt des menschlichen Willens, sei es des Willens der Bürger, sei es des Willens des Stärksten, der den Willen der anderen zu beugen vermag. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen kürzer fassen, ne? Sonst kommen wir, glaube ich, in den Schleudern, nehmen wir die Zeit. In Deutschland haben wir am 23. Mai das 70-jährige Bestehen des Grundgesetzes gefeiert. Der Präsident des Parlamentarischen Rates, Konrad Adenauer, erklärte anlässlich der Verkündung des Grundgesetzes: Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, seine nationale und staatliche Einheit zu wahren und als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat das deutsche Volk in den Ländern, dann kommt die Aufzählung, dieses Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beschlossen. Möge allezeit der Geist und der Wille, der aus diesen Sätzen spricht, im deutschen Volk lebendig sein. So, wie viel Zeit habe ich denn noch? Eine Minute? Gut, also dann machen wir das mal so. Das war hier nochmal die Unterschrift Konrad Adenauer, da oben war der Text, den ich vorgelesen habe. So, ich gehe jetzt mal hierzu. In dem gerade erschienenen Buch Das Ansehen der Bundeswehr wird über das persönliche Meinungsklima, persönliche Einstellung gegen versus Meinungsklima geschrieben. Da stellt die Autorin Folgendes fest: Die dargestellten Studienergebnisse zur bundeswehrbezogenen Medienberichterstattung, da kommt ja Frau Terfurth nachher noch dazu, konnten zudem verdeutlichen, dass Negativergebnisse, die einen hohen Nachrichtenwert aufweisen, den primären Anlass für bundeswehrbezogene Medienberichterstattung sind. Panzer, die nicht fahren, Flugzeuge, die nicht fliegen oder runterfliegen, weil sie zusammenstoßen, U-Boote, die nicht tauchen, ein Segelschulschiff, dessen Reparaturkosten buchstäblich, hier kann man ja den Ausdruck gebrauchen, aus dem Ruder laufen. Das finden Sie immer auf den ersten Seiten der Medien oder in den Kommentarspalten. Ganz logisch. Und so, bleibt letztlich die Frage in der Leitungsvorgabe für unser Strategieseminar, ob eine postmoderne Entwicklung westlicher Gesellschaften die Fähigkeit zur strategischen Willensbildung beeinflusst. Hier verweise ich auf ein Buch, das werde ich kurz noch mal zeigen, Sicherheitspolitik verstehen, da steht eine ganze Menge drin. Ich habe mit dem Buch nichts zu tun, kann ich nur empfehlen. Kann man lesen, ist gut geschrieben. Die beiden Autoren, der eine oder andere wird bekannt sein, der Professor Fabig hat einen Lehrstuhl Außen- und Sicherheitspolitik in Halle und der Kersten Lahl war Generalleutnant und Kommandeur der Bundessicherheitsakademie. Also Sie wissen, was Sie geschrieben haben. Das kann man sehen. So, ich komme zum Schluss. Im Prinzip ist die Frage nach der postmodernen Entwicklung für Traditionalisten nicht einfach zu beantworten. Sie favorisieren eher das Hergebrachte. Daher übernehme ich lieber von Scharnhorst, der morgen vor 206 Jahren am 28. Juli 1813 in Prag gestorben ist, das Schlusswort.
Der preußische Heeresreformer spielt ja in beiden deutschen Staaten eine Rolle. Die Bundeswehr ernannte ihre ersten Soldaten am 12. November 1955 in einer ehemaligen Reithalle, Kfz-Halle, ohne Pomp und ohne alles, ihre ersten 101 Soldaten. Und die NVA stiftete den höchsten militärischen Orden und nannte ihn Scharnhorst-Orden. Ich erzähle Ihnen noch eine Geschichte. Bei dieser Ernennung der ersten Soldaten gibt es Bilder, die werden Sie überall finden. Da sehen Sie die beiden deutschen Generäle, Speidel und Heusinger. Und die haben immer in der Hand eine Mütze. Aber der Soldat hat die Mütze normalerweise auf dem Kopf. Das bräuchte mir ja keine Mütze geben, wenn sie hier im Kopf haben. Warum haben die die Mütze in der Hand? Die haben die Mütze in der Hand, weil bis kurz vor diesem Appell war die Mütze von Heusinger nicht aufzutreiben. Die von Speidel war geliefert worden an die Wache der damaligen Erbenkeil-Kaserne. Und dann findet man kurz bevor das Zeremoniell beginnt, kommt der Pförtner an und sagt, hier ist ein Karton. Dann macht man den auf und da ist die Mütze von Heusinger drin. Dann setzt der Heusinger, Sie kennen ja den Hageren und den General Speidel, drin. Der Heusinger setzt die Mütze auf und die Mütze rutscht bis hier. Also sie rutscht über beide Ohren, die war zu groß. So, und jetzt gibt es ja zwei Dinge, entweder einheitlich und falsch. Also hat man gesagt, wir setzen die Mütze nicht auf, sondern wir haben die Mütze immer nach. Darum werden Sie kein Bild sehen vom 12. November, wo General Heusinger und Speidel die Mütze auf dem Kopf haben, sondern Sie haben sie immer in der Hand. Das nur als kleine Reminiszenz. Und dass das wahr ist, weiß ich von dem ersten Presseoffizier der Bundeswehr, der damals dabei war. So, zu Scharnhorst zum Schluss. Ich zitiere, man muss das Ganze stets vor seinen Teilen sehen. Diese Erkenntnis ist sicher nicht intuitiv, das heißt aus einer plötzlichen Eingebung oder Ahnung gekommen. Es ist eine Erfahrung, die meines Erachtens für unser aller Leben gilt. Die machen wir schließlich alle. Vor dem Einstieg in die Diskussion ende ich mit einem kleinen Gedicht unseres Hoffmann von Fallersleben, der unsere Nationalhymne gedichtet hat. Der sagt Folgendes. Wie ist die Zeitung interessant für unser liebes Vaterland? Was ist uns nicht alles berichtet worden? Ein Portepee-Fähnrich ist Leutnant geworden. Ein Oberhofprediger erhält einen Orden. Die Lakaien erhalten silberne Borten. Die höchsten Herrschaften gehen nach Norden. Rechtzeitig ist es Sommer und heiß geworden. Wie interessant, wie interessant. Gott segne das liebe Vaterland. Danke. Sie wissen, wo das ist? In Burg bei Magdeburg? Ja, ich bin fertig. Also das ist übrigens Fontane, der hat zwei Häuser weiter neben Clausewitz gewohnt. Also ich habe jetzt auch Fontane gesagt, natürlich. Ne? Die Zeit ist euer, das ist da auch eine Tafel, die da dran ist. So, okay. Vielleicht können wir die Tafel nochmal zeigen, bitte. Welche? Ja, die letzte. Die okay, da. Genau. Dieses ja. Bild, erstens vielen Dank mal. Und zweitens führt dieses Bild dann auch wiederum zu der Tatsache, wenn wir über verschiedene Medien sprechen, die wir verwenden, um unsere Botschaften an unser Gegenüber zu bringen. Ja? Man hört immer wieder, ja, die Bücher werden aussterben, die Zeitungen werden sterben, aber letztendlich meißeln wir immer noch in Stein, wie man sieht. Ja? Das heißt, die Medien, die wir schon in der Antike hatten, haben wir zum Teil heute auch noch. Sie bestehen einfach nebeneinander und dieses Bild hat da hier gerade gepasst. Ich sage vielen Dank und jetzt kommen wir zum nächsten Aspekt, nämlich jeder hat eine Strategie.
jedes Ministerium hat eine Strategie, ein Unternehmen hat eine Strategie, oder wie Commander Kottner einmal in einem Vortrag gesagt hat, meine Katze hat eine Strategie. Doch letztendlich für einen Staat ist es auch bedeutsam, wie es im gesamtstaatlichen Kontext aussieht. Und wir werden darüber jetzt einen Vortrag hören von Herrn Oberst Jeschonek, bitte. Meine Absicht ist es, im Rahmen dieses Panels zum Thema Bedeutung strategischer Kommunikation und Medien im Rahmen gesamtstaatlicher Strategieentwicklung vorzutragen. Wir haben in den letzten 4 Tagen sehr viele Definitionen, Betrachtungsweisen und Analysen zu dem Begriff Strategie und Willen gehört, sodass ich mich einfach jetzt konzentriere auf die Zusammenhänge von beiden in Bezug auf Kommunikation und Medien. Strategie und Wille, vorausgestellt zunächst einmal, stehen in einem engen Zusammenhang, während im Willen der Antrieb, Motivation, Entschlossenheit und Vision deutlich werden, ist in der Strategie der Mitteleinsatz zur Zweckbestimmung dominierend. Kommunikation und Medien sind Mittel zum Austausch von Daten und Informationen, aber durch ihre Wirkung beeinflussen sie Absichten und Handlungen, Willenskraft, Willen, Strategien. Damit stehen Wille, Strategie, Kommunikation in einem engen Beziehungsverhältnis. Dieses wird noch komplexer, wenn wir uns erinnern an die Ausschreibung dieses Seminars, in dem darauf hingewiesen wird, dass bei Clausewitz der ultimative Einsatz militärischer Macht zur Erreichung eines politischen Ziels definiert, heute in allen Gesellschaften, Bereichen global sprachunabhängig als planvolles, zweckbestimmtes Vorgehen verstanden wird und durchaus nicht nur die Zweck- und Zielrichtung beinhaltet, sondern eventuell auch die Aggression und das Wirken auf andere Strategien. Strategische Kommunikation ist ein Teil des Informationswarfare, sagen unsere amerikanischen Partner. Ihre russischen Partner, kann man so sagen, in der Auseinandersetzung um die Polarisierung dieser Welt, sehen das ähnlich, sodass bellizistische Perspektiven nicht nur auf der militärischen Ebene, wo sie hingehören, dominieren, sondern auch in diesem Kontext auf die staatliche, gesamtstaatliche Ebene gehen, die nicht nur militärische, sondern auch wirtschaftliche, soziale, kulturelle und Aspekte behandeln. Ich gehe auch gern zurück, gehe ich eigentlich nicht gern, gehe nur nach vorne, aber in dem Fall machen wir das mal. Dazu möchte ich jetzt noch einige Ausführungen machen. Auf der Grundlage von Clausewitz ist staatliches Handeln in unserem heutigen Kulturraum die Gewährleistung von Stabilität, innerer wie äußerer Sicherheit, wirtschaftlicher Entwicklung, Beschäftigung, Wohlstand und ich ergänze aus diesem Seminar Glück und Schutz der Umwelt. Welches damit verbundene Gesamtstrategie, aber auch Teilstrategien und schließlich Realisierungsvorstellungen sind, ist häufig umstritten, weniger transparent, unverständlich artikuliert und, wie wir aus einigen Vorträgen erfahren haben, amtlich geheim gehalten oder auch nicht verbindlich festgelegt. So wird die Sicherheit staatlichen Handelns und Entscheidens und die Freiheit des Umsetzens in unserem Kulturraum unter anderem durch nichtstaatliche Terrororganisationen, Migrationsströme, überregionale Vereinigungen, Interessengruppen bestimmter Gruppierungen oder Ethnien und Verwundbarkeiten kritischer für die Staat und Gesellschaft wichtiger Infrastrukturen gefährdet. Wirtschaftliche Stabilität und Sicherheit hängen von globalen Effekten ab,
die aus dem Kulturraum heraus nicht allein bewältigt werden können. Der konsequente Wille, inneren wie äußeren Herausforderungen dieser gerade eben angesprochenen Arten zu begegnen, wirksame Schutzmaßnahmen entgegenzusetzen, erscheint zuweilen wenig ausgeprägt und erscheint auch sich in der Strategiefestlegung, soweit sie in der westlichen Welt bekannt sind, wiederzuspiegeln. Reaktion statt Prävention bestimmen vielfach heute Strategien im staatlichen Bereich, können von einer labilen politischen Willenskraft, Kommunikationstechnologien ermöglichen ungehinderte Einwirkungen über den Informationsraum auf diese mehr oder minder ausgeprägte Strategiebildung und zugleich Manipulation der Willens mittels dieser modernen Medien. Die Gefahr liegt deshalb darin, dass Strategiebildung eines Staates bereits im planerischen Einsatz und allen weiteren Schritten gefährdet erscheint oder auch gefährdet ist. Das schauen wir uns nochmal an. Willensbildung und Strategieentwicklung auf staatlicher Ebene vollzieht sich nach einem Prozess, den die militärische Führungslehre schon seit Längerem bereitgestellt hat. Man kennt die Lagefeststellung, die Beurteilung der Lage, Entwicklung von Optionen oder Handlungsalternativen oder auch alternativen Strategien. Dann den Prozess der Willensbildung, der Entscheidung über Optionen und deren Umsetzung. Dann erfolgt rechts außen der nächste Kreis, die erneute Lagefeststellung, wenn ich im Prinzip meine Strategie umzusetzen beginne. Da gesamtstaatliche Führungstätigkeit der ständigen Beobachtung durch die Medien unterliegt, hat es sich als zweckmäßig erwiesen und durchgesetzt, in Form von strategischer Kommunikation zielgerichtet und präventiv zu informieren, um diejenigen, für die die Strategie entwickelt und nun umgesetzt werden soll, nämlich die Gesellschaft, im Prinzip zu informieren und mitzunehmen. Erfahrungen zeigen, dass das Erfordernis, bereits im Stehungsgang Bürger und gesellschaftliche Gruppierungen bzw. Verbündete von Willen und Absichten zu überzeugen, gesellschaftliche Diskussionen zu fördern und die Strategieentwicklung bzw. späte Umsetzung frühzeitig die Öffentlichkeit einzubeziehen. Diese strategische Kommunikation ist kein Nebenprodukt, sondern eine unverzichtbare, professionelle, ernstzunehmende Unterstützungsaufgabe. Sie erfordert die besondere, gleichwertige Umsicht und Gewissenhaftigkeit wie die Strategiebildung selbst. Zu jeder politischen Willens- und Strategiebildung gehört eine strategische Kommunikation auch zur Abwehr gegnerischer Willenskräfte. Sie sehen das rechts außen mit dem Mann mit dem Schild aus dem Mittelalter. Zu jeder politischen gehört die strategische Kommunikation zur Abwehr gegnerischer Willenskräfte und Schutz eigener Willensbildung. Damit kann man sagen, wir haben eine duale Funktion der Kommunikation und der Medien. Dabei ist die Herausforderung, wann und wie bzw. ob überhaupt strategisch informiert wird. Die Frage der Geheimhaltung spielt hierbei eine besondere Rolle, die es wert ist, dazu noch einen Satz zu sagen. Wenn ich meine Absichten offenlege, lege ich sie auch denjenigen dar, die angetreten sind, als Gegenkräfte im Clausewitzschen Sinne, im Prinzip gegen meine Absichten, Ziele und Vorgehensweisen zu wirken, sodass eine uralt geborene Form ist, strategisches Denken und strategische Entscheidungen sowie deren Umsetzung in operatives Handeln und taktisches Handeln und technische Realisierung zu schützen durch Geheimhaltung.
Daraus entsteht ein Spannungsfeld, das die Medien oder die strategische Kommunikation, die als Instrument der Strategieimplementierung dient, eventuell bruchstückhaft bleiben muss, Schwächen hält, einem Weihnachtskalender ähnlich kommt, in dem ich jeden Tag ein Türchen aufmache oder ein Stück Schokolade herausgebe an meine Kinder, aber der Gesamthintergrund des Kalenders nicht offenbar wird und bestimmte Dinge wie Klebelinien und Verstärkungen, wo die Schokoladenstückchen sind, nicht transparent werden. Strategische Kommunikation in diesem Kontext und diesem Feld der Herausforderungen hat sicherzustellen, dass Verständnis und Unterstützung für die zu entwickelnde Strategie bereits im Entstehungsgang zu gewinnen ist und damit negative Kommunikation abzuwehren. Allein das Verschließen von Absichten und Tensionen vor denjenigen, denen die Strategie dient, ist sehr gefährlich, sodass der Stratege in Zusammenarbeit mit seinem Kommunikationshelfer eine grundsätzliche Entscheidung treffen müssen, ob, wann und wie sie die Information über eine Strategie und deren Umsetzung herausgeben möchten. Hierzu kommen wir auf den Punkt Inhalte und Medien als Träger strategischer Kommunikation. Inhalte in Form von Botschaften müssen in Bezug auf Werte und Ethik, die Notwendigkeiten und die Rechtmäßigkeit einer Strategie verständlich und glaubwürdig erklären. Ich glaube, jedermann ist deutlich, warum das der Fall ist. Denn wenn ich nicht informiere, um die Leute mitzunehmen, werde ich Schwierigkeiten haben, meine Strategie zu implementieren. Es muss deutlich werden in der Mitnahme, welche Bedürfnisse derjenigen, denen die Strategie dient, gedeckt werden. Dazu auch, welchen Preis diese Strategie hat. Vorteile auf Hinweise und Härten, wie es Churchill 1940 in schwieriger Stunde kurz vor der drohenden Invasion der Deutschen an sein Volk brachte, sind strategische Kommunikation, die auch heute noch zeitlos eine zentrale Bedeutung haben. Die von Bedeutung kann auch sein, darzustellen, was der Verzicht auf die jeweilige Strategie oder auch alternative Lösungen bedeuten würden. In den demokratisch bestimmten Staaten bzw. Staatengemeinschaften unseres Kulturkreises ist die Strategieentwicklung so demokratisch wie möglich zu gestalten, weil sie sonst ebenfalls nicht funktioniert. Speziell im Sicherheitssektor, aber das ist nur eine Säule, das Gleiche gilt auch für Wirtschaft, wenn wir an Patente, Schutz und Wettbewerbsvorteile im globalen Rahmen denken, muss verdeutlicht werden, warum zur Anwendung kommende Potenziale und Verfahren der Umsetzung geheim bleiben müssen oder warum man nur Teile aggregiert, nicht alles aufdeckend, sondern linienaufzeigend angegeben werden müssen. Offengelegte Inhalte müssen verständlich aufbereitet werden. Auf die Entwicklung von Gegenpositionen müssen sich Entscheider strategischer Kommunikation vorbereiten und sich darauf einstellen. Strategische Kommunikation hat das ganze Medienspektrum heute zu benutzen. Dabei sind moderne Medien wie Twitter von zentraler Bedeutung. Zu berücksichtigen dabei ist, dass gesellschaftliche Gruppen, Ethnien oder Altersgruppen spezielle Medien bevorzugen. Wenn der Einsatz von Influencern, die einem Zeitkreis ideal entsprechen, das Interesse an sich ziehen und die Glaubwürdigkeit ausstrahlen, haben diese Influencer eine extrem starke Bedeutung und werden eventuell zu unverzichtbaren Säulen, wenn sie richtig eingesetzt werden im Sinne der Strategie, oder aber zu Schwachstellen, die ein Gegenwille anpacken kann. Deshalb kommt es darauf an, wenn der Einsatz auf staatlicher Ebene durch Influencer erfolgen muss oder sollte, dass ihr Erscheinungsbild und die Artikulation keine negativen Assoziationen erwirft, die Influencer als wertekonforme Persönlichkeiten erscheinen
Und ebenso ist der Zeitpunkt, wann sie wie auftreten im strategischen Prozess, von zentraler Bedeutung. Gegnerische Influencer sind argumentativ und visuell wirksam zu bekämpfen oder, sagen wir es ziviler auf staatlicher Ebene, entgegenzuwirken oder zu neutralisieren. Diese Grundsätze werden zum Teil hier und heute oder auch in der Vergangenheit nicht immer richtig beurteilt, und es ist ein langer Lernprozess, den wir hier und heute in der Kommunikationswelt und Wissenschaft erreicht haben, um zu sehen, wie die Kommunikation der Strategiebildung dienen kann. Ich möchte dazu noch mal einen kleinen Satz in die Geschichte machen, denn das ist schon wichtig, so wie wir uns an Clausewitz und eben, wie gesagt, auch andere Führer erinnern, wie bestimmte Medienarbeit im Laufe der Zeit entstanden sind. Herr Uhde hat das ja vorzüglich hier herausgestellt. So schließt sich mit den eigentlichen modernen Medien des 20. Jahrhunderts erst dieses Potenzial überhaupt auf. Im Kalten Krieg sehen wir, wie aus dem reinen Informieren heraus, und ich will noch zurückgehen, im Zweiten Weltkrieg dienten die Medien dazu, vor allem den Willen und Gefolgschaft zu härtigen, aber auch schon in der Auseinandersetzung, Radio London beispielsweise, im Prinzip gegenzuwirken gegen eine totale, durchkonstruierte und entwickelte Propaganda der Deutschen. Im Kalten Kriege wurden die Lehren dieser Medienwirkung auf strategischer Ebene umgesetzt, zum Beispiel durch Radio Liberty, das systematisch Gegenpotenziale mit den entsprechenden Sprachen gegen die Strategien, Wertvorstellungen und Handlungen des kommunistischen Systems anbrachte und, so kann man sagen, sicherlich in Teilen erfolgreich wirkten, beginnend bei den Schwachstellen des kommunistischen Systems, die Gesellschaft so paralysierten, dass mit Gorbatschow letzten Endes das kommunistische System seine Wirkung, seinen Wert und seine innere Resilienz verlor. Heute ist das durch technische Möglichkeiten extrem ausgewachsen. Das Handy vom Kind bis zum Greis ermöglicht völlig neue Formen strategischer Kommunikation, die weit über das hinausgehen, was das Wort kommunizieren, informieren eigentlich besagt. Nämlich Wirkung als Kampfmittel, Leute zu Flashmobs zu organisieren, Shitstorms zu schaffen, die die Willenskraft psychologisch von Entscheidungsträgern und Politikern paralysieren, sie zu Rückschritten, Aufgaben zwingen. Ein Beispiel aus vielen ist, der Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland hat das deutsche Kontingent in Afghanistan in schwieriger Zeit besucht, weil wir die ersten Gefallenen hatten. Und er hat sich deutlich gemacht, warum diese Gefallenen nach den Wertvorstellungen der Bundesrepublik Deutschland einen hohen Wert haben. Ergebnis dieser von unserem Präsidenten berechtigten, wichtigen staatlichen Handlung war, dass er sich einigen, wie wir sagen, Shitstorms ausgesehen war, die seinen Willen, die Präsidentschaft zu halten, brachen. Und so ist der Präsident der Bundesrepublik Deutschland zurückgetreten. Aus diesem Grund. Deshalb hier nochmal an diesen Beispielen dargestellt, wie wichtig nicht nur Strategiebildung und Umsetzung ist, sondern auch deren Kommunikation, vor einer Zeit, wo viele Mittel vorhanden sind. Machen wir auch nicht. Ich fasse zusammen. Strategische Kommunikation und Medien haben für gesamtstaatlichen Willen, strategische Willensbildung, Entwicklung wie Umsetzung von Strategien heute und zukünftig eine zentrale, nicht mehr wegzudenkende oder zu übersehende Bedeutung. Sie sind deshalb in die Strategieentwicklung einzubeziehen. Genau genommen braucht jede Strategieentwicklung ihre eigene Teilstrategie zur Kommunikation. Gegnerische strategische Kommunikation, Medieneinsatz, können den eigenen Willen zu strategischen Entscheidungen lähmen, wenn keine Schutzmaßnahmen medialer, informativer Art getroffen werden. Strategische Kommunikation und Medien sind daher sowohl als Schild
als auch Schwert, strategischer Willensbildung, Dommer, ja, dieses Bild zeigen, strategischer Willensbildung und deren Implementierung zu begreifen. Diese Grundsätze treffen nicht nur für gesamtstaatliches Handeln, sondern auch für gesellschaftliche Gruppen, Parteien, nichtstaatliche Akteure, Wirtschaft und gesellschaftliche Gruppierungen oder auch Ethnien zu. Der Zerfall von Staaten, der auch in anderen Vorträgen dieses Seminars eine zentrale Rolle hatte, kann durch strategische Kommunikation und Medien beschleunigt oder auch entgegengewirkt werden. Dabei hat der strategische Wille eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. Strategiebildung in demokratischen Systemen sind besonders durch mediale Angriffe und Lähmung der Willenskraft gefährdet, weil Potenziale der Kommunikation, wie sie hier heute und morgen erst recht, missbraucht werden können, wenn sie nicht geschützt werden. Daher meine Kernaussage: strategische Kommunikation ist nicht nur Information und Mitnehmen, sondern zugleich Schutz gegen die Gegenkräfte. Dankeschön. Danke, Herr Oberst. Herr Oberst hat ja auch erwähnt in seinem Vortrag, dass der technologische Fortschritt sehr vieles verändert hat, auch in der Kommunikation. Und da sind wir dann schon mittendrin beim nächsten Thema, denn Frau Magister Terfort wird uns jetzt darüber berichten, wie die Bundeswehr mit den neuen sozialen Medien umgeht, wie sie die Strategie mit Hilfe dieser Mittel umsetzen kann. Bitte, Frau Terfort. Danke sehr. Ich hoffe, Sie können mich gut hören und ich bin die Leiterin der Bewegtbildabteilung in der Redaktion der Bundeswehr. Natürlich, was wollte ich Ihnen mitbringen? Videos, damit Sie wieder wach werden. Ich finde das schon ganz geballt, was Sie sich hier anhören müssen. Für mich ist es echt schwierig zu folgen, gerade wenn man mit den Medien wie YouTube, Twitter, Facebook und Co. umgeht. Da heißt es auch, bitte nicht länger als 3 Minuten, weil der User ja weg ist. Er kriegt geballt Informationen und sehr, sehr viel Informationen. Das haben Sie heute auch hier wirklich in bemerkenswerter Weise schon abbekommen. Ich weiß, dass das Video leider zwar abspielbar ist, aber ohne Ton, weil wir hier ja bei der Fraktion Wille auch sind, können Sie gleich selbst mitentscheiden, wollen Sie es ohne Ton hören. Und ich erzähle ein bisschen was dazu. Es bewegt sich etwas. Ja, das bewegt mich dann auch. Aber es ist dann halt eben leider ohne Ton. Wir können ja mal schauen, ob es überhaupt dann funktioniert. Die Folie, ich brauche meine Brille, sonst sehe ich nichts. Geht der auch? Nicht? Jetzt, mein Bild sieht man, ich bin ja schon da, alles klar. Hier sind ein paar Fakten über meine Person. 2016 stand aber hier unsere damalige Chefredakteurin Andrea Zückert. Die hat erstens die Redaktion der Bundeswehr vorgestellt und sie hat von der Bedeutung des professionellen Journalismus in der strategischen Kommunikation berichtet. Warum sind Leute wie unser eins mit so einem Background überhaupt bei der Bundeswehr beschäftigt? Das liegt einfach daran, weil wir mal Journalismus gelernt haben. Was bedeutet Journalismus? Journalismus hat bestimmte Standards und diese Standards unterstützen einfach die strategische Kommunikation von Organisationen, Unternehmen, eben sowas wie die Bundeswehr. Und die Bundeswehr durch Aussetzen der Wehrpflicht ist mittlerweile einfach ein Unternehmen geworden, was natürlich Mitarbeiter hat, Mitarbeiter halten möchte, Mitarbeiter bekommen möchte. Was ist hinzu noch wichtig? Glaubwürdigkeit. Wir kommunizieren nach innen, also für die Soldaten, für die zivilen Mitarbeiter, ich bin selber einer, dass er natürlich sich identifiziert mit dem Verein, dass er dabei bleibt. Teilweise werden die Leute wirklich mit viel, viel Geld auch ausgebildet. Wäre schade, wenn man die verlieren würde, abwandern in die Wirtschaft, die sollen ja da bleiben, logischerweise. Nach außen wollen wir natürlich auch kommunizieren. Was wollen wir kommunizieren? Dass die Leute einfach verstehen, was die Bundeswehr macht, wofür sie es macht. Also sprich Akzeptanz in der Bevölkerung finden und wecken, weil das sind die nämlich, die letztendlich auch das Geld dafür bezahlen. Das sind die Steuerzahler und die Wähler, ganz klar. Also wichtig, dass Sie das verstehen, dass wir natürlich nach einem Auftrag arbeiten. Und dieser Auftrag kommt vom Presseinfostab aus dem BMVG. Diese Aufträge, das weiß ich immer noch nicht, wie es ging, aber
Ah, nein. Da auf dem Apfel. Danke. Ich drücke. Ja, okay, ich glaube, wenn jetzt irgendjemand aus meiner Redaktion zuguckt, die würden sowieso lachen, weil das ist wieder typisch ich und Technik. Arbeite für die Technik, kriegst du aber selber nicht hin. Lassen Sie es mal, ja, aber gucken wir mal, ob das dann gleich funktioniert. Okay, was sind die Produkte, was haben die Produkte sich verändert seit 2016? Ja, sie haben sich verändert, die aktuell, das ist die Wochenzeitschrift, die kennt vielleicht der eine oder andere, die gab es nämlich 53 Jahre, ja, die gibt es nicht mehr. Sie ist vorbei. Dafür wird jetzt aber fleißig getwittert. Seit Anfang des Jahres haben wir auch einen neuen Chefredakteur, den Christian Thielz. Der kommt auch aus dem ARD-Hauptstadtstudio, wie damals Frau Zückert. Also sprich, wieder ein Journalist. Die Bewegtbildabteilung erstellt Clips, Videos für die Social-Media-Kanäle, also schon erwähnt, Twitter, Facebook, Instagram, die Webseiten bundeswehr.de und BMVG, sowie natürlich den YouTube-Kanal. Und ich bezeichne deswegen das Video gleich, ich hoffe es funktioniert, es als Infotainment. Es soll natürlich informieren, aber es soll auch unterhalten, weil ohne Emotion, glaube ich, gar keine Information. Wenn ich das mir bedenke, was ich eben jetzt hier alles wirklich geballt mir anhören musste, habe ich einfach Schwierigkeiten gehabt, ihnen zu folgen. Also so interessant es teilweise war, auch der Herr von der Universität, das waren eigentlich spannende Sachen. Ich habe mal Geschichte studiert, aber es ist so, wenn ich mich damit nicht beschäftige vorher, habe ich natürlich auch erstmal nichts Emotionales. Also sprich, wo hole ich denn den User ab? Und wir sind so viel mit Informationen tagtäglich geballt, ob es nun Fernsehen ist oder halt eben mit den Handys. Wir sitzen hier teilweise, gucken auf die Handys, gucken auf den Laptop oder auf irgendein Mobile Device, versuchen gleichzeitig jemandem zuzuhören. Das ist ganz schön schwierig, finde ich. Also ich sage einfach, vielleicht gibt es die Generation eben, die das alles schon mittlerweile kann. Aber ich glaube, ich kann nicht beides unbedingt. Und da geht natürlich auch viel Information verloren. Und deswegen ist die Frage, wie kann ich jemanden dran halten? Jetzt versuchen wir es mal mit dem Abspielen von dem Video. Ohne Ton. Ich habe jetzt gedrückt. Ich hoffe. Machen Sie jetzt was oder muss ich jetzt was machen, junger Mann? Nee? Okay. Wenn es nicht geht, dann lassen wir es. Schade. Ja, also das ist schon mal eine Emotion, die bei mir jetzt hervorgerufen wird. Ich ärgere mich nämlich jetzt, weil ich finde es einfach schade, wenn ich von Video spreche und Ihnen kein Video zeigen kann, ist das natürlich nicht so schön. Was wir aber, wenn wir ein Showreel machen, zeigen, ist einfach, dass wir unterschiedliche Formate haben, die wir für den YouTube-Kanal entwickelt haben. Der YouTube-Kanal sehe ich als Formatkanal. Ich weiß nicht, wer von Ihnen YouTube kennt oder auch sogar den Bundeswehrkanal kennt. Wir haben halt sowas wie ein Format, das nennt sich auf Stube. Da gehen zwei Soldaten los in die Truppe, fragen in der Truppe nach, was die anderen Soldaten sozusagen als Aufgaben haben, probieren Dinge aus und versuchen somit die Information über spielerische, unterhaltsame Weise an die User beziehungsweise an die Leute, die sich das anschauen, rüberzubringen. Versuchen aber auch dadurch, dass Soldaten, junge Soldaten sich vielleicht aber auch mit denen, die das zeigen, auch identifizieren. Sagen, ja, okay, das würde ich auch vielleicht gerne mal machen. Ich würde gerne mal Hubschrauberpilot werden oder ich würde gerne mal Panzer fahren, ist ja nicht so unwahrscheinlich, wenn man sich da für diesen Beruf irgendwie interessiert. Das Gleiche haben wir noch so ein 60-Sekünder, das sind einfach in 60 Sekunden, zeigen wir mit Bewegtbildern und Grafiken, was einfach ein technisches Gerät leisten kann. Und das halt eben, wie gesagt, auf schnelle Art und Weise. Wofür ist denn überhaupt der YouTube-Kanal wichtig? Der YouTube-Kanal ist wichtig, nicht nur als Videoabspielplattform, sondern ist auch der zweitgrößte Suchkanal der Welt. Also nach Google gehen die Leute auf YouTube und suchen. Suchen nach irgendwas, ob es Tutorial ist, irgendwelche Informationen. Also sprich, er hat auch noch einen anderen Zweck. Das Zweite ist, er ist der dritthäufigste Seite, die Internetseite, die geklickt wird nach, das war Facebook und Google oder andersrum, Google und dann Facebook, kommt YouTube als drittgrößte. Jede Minute werden 400 Stunden
Videomaterial hochgeladen. Das heißt, ich muss mich mal vorstellen, jede Minute 400 Stunden, jeden Tag würden ungefähr 1 Milliarde Stunden auf YouTube Videos angesehen. Das ist eine wahnsinnige Zahl. Das ist mehr als Netflix und Facebook zusammen. 70% dieser Inhalte schaut man sich nicht mehr am PC an, sondern man sitzt hier, hat ein Smartphone in der Hand oder ein iPad und schaut sich das da an. Also sprich, man nimmt es sich immer mit. Deswegen sollten Videos auch ohne Ton laufen, weil wenn man in einer U-Bahn sitzt oder so, soll es auch funktionieren. Deswegen hat man dann Untertitel, das nennt man dann nachher auch Barrierefreiheit. Jedenfalls ist das ein ganz interessanter und wichtiger Aspekt, warum dann auch ein Unternehmen wie die Bundeswehr auf so einem Kanal überhaupt da ist, weil er erreicht einfach wahnsinnig viele Leute. Nur wen wollen wir denn erreichen? Und dafür gibt es einen Parameter, das nennt sich Key Performance Indicator, kurz KPI. Und jetzt versuche ich wieder mit diesem Ding hier umzugehen. Okay. Ich krieg's nicht hin. Vielleicht hat jemand schon mal von KPI was gehört. Da werden Parameter festgesetzt, woran einfach geschaut wird, wie der Nutzer sich verhält. Aber beziehungsweise ich möchte oder unser Unternehmen möchte einfach wissen, okay, kann ich irgendwie messen, dass derjenige, der uns anschaut, wenn ich dem das und jenes zeige, bleibt er länger da, wird er irgendwann mal kommentieren, wie oft wird er was kommentieren unter den Videos, also sprich, kann man ihn irgendwie auch leiten und kann man das später messen, ja, und das kann man auch. Und diese Messungen, das sind dann, wollen Sie mir helfen? Den Abspieler drücken, zeigen Sie mir, wo man drauf drückt, oder Sie drücken drauf. Okay, dann ziehen wir das mal kurz vor. Ich hoffe, das ist okay, ohne Ton. Sie müssen sich jetzt was Dynamisches vom Ton her vorstellen, natürlich. Ja, also wenn da was startet, hört man das dann auch. Gut, das sind einfach Schnipsel, die haben wir einfach wirklich als Team selbst gedreht. Es soll einfach zeigen, was es alles gibt, natürlich die möglich alle zeigen, das heißt das Heer, die Luftwaffe, die Marine, dann Sanitätsbereich, ich habe bestimmt jemanden vergessen. Und das sind die Videojournalisten oder die Reporter, die dann auch vor Ort vielleicht mal was berichten. Das ist ähnlich, wie auch wirklich ein Fernsehkanal eigentlich funktioniert. Dann haben wir technische Formate, das sind jetzt diese 60 Sekunden, von denen ich eben gesprochen habe. Classics, immer so ein kleiner Lacher dazwischen, auf Stube, das sind die beiden, beziehungsweise da haben wir jetzt auch neues Team am Start und ja, und so drehen die Leute, das sind Zivilisten sowohl als auch Soldaten, die als Videojournalisten rausgehen. Ja, und das ist die Redaktion und da schneiden wir und erstellen die Sachen dann zu Ende. Okay, so sieht der Kanal dann aus. Und um überhaupt gefunden zu werden, Sie erinnern sich, 400 Stunden, die da hochgeladen werden in der Minute. Wie schafft man denn da gefunden zu werden? Dafür gibt es SEO. Das ist eine Suchmaschinenoptimierung. Da denkt man ja, was ist denn das Tolles? Letztendlich ist es ganz einfach, dass man einfach im Titel zum Beispiel das Wort Bundeswehr hat oder Bundesheer. Ja, es hört sich einfach an, aber manchmal sind die einfachsten Dinge, denkt man gar nicht dran. Dass man in den Beschreibungen, natürlich gibt es da bestimmte Tools, hinterlegt nach Schlagwörtern, dass man sagt, okay, wenn jemand nach Panzer sucht oder nach einem bestimmten Gerät, dass er dann auch auf das Video kommt, was er dann sucht und das sollte dann auch stimmen. Wenn das nicht stimmt, wird man abgestraft von YouTube. Das heißt, man verschwindet in der Versenkung, weil YouTube ist ein Unternehmen. Was will ein Unternehmen? Ein Unternehmen will Geld verdienen. Wie verdienen sie Geld? Indem sie es schaffen, den User einfach draufzuhalten, das heißt also den Zuschauer. Das sind dann aber auch unsere, ich sage jetzt mal, Interessenten, unsere Leute, die uns sehen wollen. Deswegen ist dann auch sowas wie die Bundeswehr für ein Unternehmen wie YouTube sehr, sehr interessant, weil wir erstellen Content und wir erstellen sehr, sehr viel Content. Wir erstellen von Montag bis Freitag ein Video pro Tag, was wir hochladen, nur auf YouTube. Ja.
Natürlich gehört da auch sowas wie Classics dabei. Da gehen wir ins Archiv und suchen uns Sachen raus. Diese Videos werden auch kommentiert, User-Anfragen, das muss auch alles stattfinden. Also wenn jemand irgendwie ein Video sieht und fragt, okay, wie kann ich denn, hier, ich sehe hier derjenige, der Panzerkommandant, wie werde ich denn Panzerkommandant? Und dafür gibt es dann auch wieder ein Team, die diese Fragen einfach beantwortet, was ja logisch ist und auch wichtig ist. Und das nennt man dann Community Management. Ja. Das ist alles wichtig wegen den Algorithmen. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal gehört hat. Es ist auch alles eine Wissenschaft für sich. YouTube erstellt halt eben, oder überhaupt viele Webseiten erstellen Algorithmen, wenn sie das selber sehen, sie surfen, was passiert. Neben ihrem, also auf dem Bildschirm rechts, sehen sie auf einmal Werbung und sie denken, wow, wieso wissen die denn, dass ich gerade und ich habe eben nach dem Rucksack geguckt und zapp, sehen sie irgendwie im Laufe der nächsten Tage immer mal wieder ein paar Rucksäcke, die sie sich kaufen oder anschauen sollen. Das ist halt eben, was immer so dahinter steckt. Also man kennt sie, man weiß alles über sie. Das ist, ne, also vergessen Sie es von Geheimhaltung und so. Jedenfalls, diese Algorithmen sind uns aber auch wichtig und wir möchten sie auch gerne kennen oder kennenlernen. Ist aber immer ganz schön schwierig. Aber da wird halt geschaut, die Sehdauer, wie lange schauen die Leute sich die Videos an. Wenn ich jetzt sage 3 Minuten und die Leute schalten einfach nach, ich sag mal, 50% der Zeit ab, ist das blöd, ist das schade, ja, logischerweise. Das bestraft auch Google, weil die wollen einfach, dass dieser Kanal relevant ist. Ja, und noch einmal, Relevanz bedeutet, die Leute bleiben auf dem Kanal. Ich gebe es auf mit dem Pointer, aber gut. Das war jetzt das Thema Algorithmus. Ich hätte jetzt noch ein Video. Da wären nämlich so die Zahlen, Daten und Fakten. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen und ob man das ohne Ton mitkriegt. Wir haben für 2018 Zahlen, Daten und Fakten zusammengestellt. Das ist ein Jahresrückblick gewesen. Den spielen wir jetzt einfach mal ab. Wie gesagt, er läuft natürlich ohne Ton, wenn wir ihn abspielen sollen. Ne? Genau, das sind die Views, die wir hatten. Das ist also wirklich halb Deutschland, die uns zugeschaut haben. Und das waren 117 Millionen Minuten, die 2018 geschaut wurden. Unsere Videos liefen 3 Minuten im Durchschnitt. Wir hatten 500.000 Likes, ja, auch 20.000 Dislikes. Viele, viele Kommentare und auch die Videos wurden viel geteilt. Das ist uns auch wichtig, weil wir wollen ja nicht bei uns nur bleiben, sondern wir wollen, dass auch immer mehr Leute etwas davon mitkriegen, was wir machen. Und deswegen ist das uns wichtig und 120.000 Mal geteilt ist super. Unsere Leute sind ziemlich viel rumgekommen. Die meisten Views kommen aus Deutschland mit 83%, aber Österreich und die Schweiz sind auch gleich dahinter dabei. Interessant ist, unsere Zielgruppe ist sehr jung, 18 bis 24. Ja, klar, die meisten sind Männer mit 92%. Und wir sind jetzt, wenn wir die aktuellen Zahlen gehen, und jetzt einfach mal eine Folie weiter, wenn das gehen würde, sollte. Genau, das war, nee, noch eine bitte weiter. Genau, das ist der Stand heute, oder jetzt Mai, wir sind jetzt bei 375.000 Abonnenten. Das ist, ich würde sagen, ganz gut. Klar gibt es, wenn Sie von Influencern hören, die da 1 Million haben. Ja, okay, aber wir müssen bedenken, wer interessiert sich denn für Militär? Ja, so groß ist die Gruppe vielleicht auch nicht unbedingt, aber sie wächst stetig. Wie wir sehen, haben wir 9.000 weitere Abonnenten gewonnen in dem Monat und sind bei 4,7 Millionen Aufrufe im Mai. Super. Also da können wir uns eigentlich nicht beschweren und was wirklich gut ist, wir sind jünger geworden, wir waren mal etwas älter. Jetzt sind wir wirklich bei zwischen 18 und 34, das sind 50%, die es ausmachen, die uns schauen und das ist gut und das ist wichtig, weil das ist der Nachwuchs. Ja. Was können wir denn machen, dass wir einfach weiter besser werden und bleiben? Und da kommt jetzt eigentlich das Thema EMPA oder das, was wir hier machen, eigentlich zum Tragen. Denn
diese Projekte, diese Videos, das kann man sich vorstellen, das ist wahnsinnig zeitaufwendig, es kostet Geld, man muss die Leute überall hinschicken, aber wir haben viele multinationale Übungen und hatten jetzt beim letzten, hatten wir Noble Jump, eine Kooperation mit den Niederländern zusammen. Wir sind bis Polen sozusagen gefahren und haben mitgedreht und die Niederländer haben weiter in Polen gedreht und das Material haben wir zusammengebracht und wie gesagt, wir sparen einfach Budget und Ressourcen und das sollten wir uns überlegen, gerade in Europa, das einfach weiter auszubauen und auch bei der EMPA mit den Mitgliedern, fast jedes Mitgliedsland hat auf alle Fälle in irgendeiner Form ein Kommunikationsteam, Öffentlichkeitsarbeit, die einen natürlich mehr, die anderen weniger, Bewegbildteams, die rausgehen könnten und man gegenseitig sich unterstützt, heißt, man tauscht das Material, das kann man ja alles vorher absprechen und das wäre ja nicht das Schlechteste. Denn eins wollen wir ja nun alle bei der Öffentlichkeitsarbeit, wir wollen kommunizieren und was wollen wir? Ich meine, wenn man schon anfängt zu kommunizieren, wir wollen, dass es auch irgendwie jemand sieht und aufnimmt und im besten Fall es auch einfach teilt, sodass wir einfach da sind in der Bevölkerung, dass wir Nachwuchs kriegen, dass wir relevant sind und dass die Arbeit der Soldaten und der Zivilangestellten einfach auch gewürdigt wird. Danke sehr. Danke. Vielen Dank. Ja, wir kommen jetzt von der deutschen Bundeswehr und wir verlassen jetzt die Kanäle, die Social-Media-Kanäle der deutschen Bundeswehr und überqueren den Ärmelkanal und kommen nach Großbritannien. Commander Codner, we are about to cross the English Channel and it's extremely interesting right now to talk about strategy and will as far as Great Britain is concerned, especially when it comes to Brexit. Now we would like to ask you to give your presentation with a case study. Thank you. This is not a research paper, it is an op-ed, 800 words, and I'm presenting a case study about the problem of strategic communication by a government which is in complete shambles. I am once again very honoured to have been invited over from my little island on the western fringes of Europe. Well, let's say still for the time being on the western fringes of Europe. Until Halloween on the 31st of October, when the demons will have their play and steal all the sweets and treats from Albion Perfide. Perhaps we should go back to calling ourselves Albion, the name that precedes Britannia becoming part of Europe when we joined the Roman Empire in the 1st century AD. Or perhaps we should go for a Platonic name for our nation, like Dystopia, or perhaps Utopia, which in ancient Greek means a country that does not exist, not, as most people think, a good country. The problem with the name of Albion is that it included the other Brittonic-speaking countries, Scotland and Wales, and who's to know what will be left of the United Kingdom after Brexit. I mention Brexit because the UK's current situation is very relevant to the subject of this conference, strategy and will. How can a country have will in executing its national security strategy and contributory defence strategy when we have a Prime Minister in hiding, with a Parliament that has continuously failed to support her, and when we are waiting for 0.2% of the population to decide between a monster and a Theresa May in trousers? Those aren't my expressions. The reason I've begun with this rant is that it's an example of a 200-word blog. Too long for Twitter, but easy to splash around on websites, Facebook, YouTube, if it's streamed, etc. As a think tank that is independent of government and a charity with a moral purpose that is not partisan and has a global purview, the Royal United Services Institute has quite a challenge. Our researchers must have their own independent opinions, soundly based on research and evidence. Our purpose is to influence policies and strategies for the better. And for a strategy maker, expression of will is vital. How will this be expressed? Television, radio, newspapers, social media, of course.
but so much of these routes are partisan and won't convince the population of stakeholders. Honesty is the fundamental purpose of think tanks like us, and Roussi is now using Twitter and Facebook more and more, and website development is hugely important. But this is not just to influence the British government. Our Track 2 workshop activities with Moscow, Beijing, Pyongyang are part of our work, and we run courses for young Qatari diplomats and for other governments of countries who may not be considered to be closely aligned with the West and its values or its partners. In passing, I should mention that the UK government does have a strategic communications policy, and Roussi plays an important role in this as what we would call a critical friend. I should also mention that we have now set up a separate entity, Roussi Europe, based in Brussels, a subsidiary charity and approved by the King of Belgium, so we will continue to have status within the European Union for obvious reasons. Setting aside Brexit now, I want to focus specifically on one important aspect of national security strategy, and that is deterrence. This was a dominant element of NATO's evolving strategy during the Cold War, the focus being very much on nuclear deterrence and the ladder of escalation. Conventional deterrence only started to emerge as an important element in the 1980s. After the end of the Cold War, the UK's defence right papers did not contain a defence strategy and strangely ignored conventional deterrence as no longer relevant. On the subject of strategy, the National Security Council was established by the coalition government in 2010. The 2010 white paper, the first in a long while, was titled Securing Britain in an Age of Uncertainty, the Strategic Defence and Security Review. But almost all references to deterrence were about continuous nuclear at sea deterrence, no discussion on conventional deterrence. Now, I should say that buzzwords have a big role in strategic communications, especially for a think tank like us. My own nicknames for the choices for a defence grand strategy at that time, 2010, were first global guardianship, continuing the stabilisation as in Afghanistan and Iraq as the principal force driver. This was basically the outcome because we had troops still on the ground whose status could not be undermined. The second one, which I pressed, was strategic raiding, the traditional military approach to wars beyond the border. This term was hated by the army, perhaps because it supported the Royal Marines and the Navy. Funny enough, a couple of years later, the army started using this buzzword a lot: intervention without commitment. Third one, a contributory strategy, an appropriate military contribution to NATO for European regional defence as in the Cold War, less focus on the rest of the world. Fourth, a Northern Lights strategy, a closer relationship with Scandinavian countries, Canada and Australia, with moral purpose dictating military operations beyond the territorial defence. And finally, Little Britain. Forget all the rest, just defend our little island, save a huge amount of money on for national health and education, give up the overseas territories such as Falklands, Gibraltar and the Cayman Islands. So, after a no-deal Brexit, assuming that happens, realistically, the military outcome will be somewhere between a contributory strategy, depending on NATO's future, and the military. And militarily, there are now many more commonalities with the Cold War, as been discussed earlier, in Eastern Europe and the North Atlantic. But in the longer term, more perhaps of the Northern Lights and Little Britain. Although we had the previous Secretary of State for Defence, Gavin Williamson, now sacked for a media leak, talking more of a focus towards East Asia, I should mention that the UK has five power defence arrangements from the United 60s with Malaysia, Singapore, Australia and New Zealand, a treaty of friendship with Brunei, as with Oman and other Gulf states, and ongoing legal obligations to protect Hong Kong's status following its return to China. A fundamental problem for the UK's grand strategy in relation to Brexit appears in the national security and strategy and strategic defence and security view of 2015. Three goals in this document are
protect our people, promote our prosperity, and project our global influence. Global influence has in the past been an unmentioned tenet of British grand strategy since the Falklands War, unmentioned, but one was very important, but has now appeared for the first time in a white paper. But this influence is so much dependent on global respect, and one could argue that this has totally collapsed, at least in the short term. Assuming elements have always been an influential relationship with the United States and the UK's role in the European Union, which is relevant to the US relationship, the only remaining option for the UK in relation to the US is what Clare Short, a former Labour Party Secretary of State for International Development, called a poodle strategy. So, three concluding bullets. First, military deterrence requires the will to deter to be expressed. Secondly, expression and continuity of will are a problem for democracies with short-term politically focused vision and the need to build coalitions. Third, strategic communications are an essential aspect of deterrence. I won't go into details of deterrence, we can discuss that later if it's relevant. And fourthly, this is a problem for me and my colleagues. Think tanks are so often the Cassandras in all of this. Their predictions come to happen in the future, but their contributions are forgotten. Thank you. Ja, ich möchte jetzt eine Frage an die gesamte Runde stellen. Und zwar, wenn man all diese Fülle an Informationen betrachtet, die man so tagtäglich bekommt, und diese Geschwindigkeit, mit der man diese ganze Information bekommt, kann man die Strategie eigentlich noch umsetzen? Oder, und ich möchte dieses Bild verwenden, das Herr Oberst verwendet hat mit dem Adventskalender, dass man irgendwo ein Türchen öffnet und einen Teil bekommt, aber das gesamte Hintergrundbild nicht mitbekommt. Ja? Jetzt frage ich mal, wie würde man das umsetzen? Ich beginne mal bei Ihnen, Frau Terfert. Wie würde man das umsetzen? Naja, bei einer Strategie muss man erstmal, worum geht es eigentlich? Ich glaube, immer dieses große Ganze, das muss man vielleicht wissen für sich selbst, aber ich glaube, das muss nicht jeder mitbekommen, beziehungsweise es muss nicht jeder begreifen in sich. Ich glaube, es reicht, wenn man den Leuten immer Parts sozusagen gibt, weil jeder ist in einer anderen Lebenssituation. Jeder interessiert sich für andere Dinge. Der eine ist politisch interessiert, der andere ist technisch interessiert. Ich glaube, wenn man erstmal überhaupt die Leute auf ihren Interessensgebieten abholt, kann man sie vielleicht auch weiterleiten, indem man halt eben crossmedial dann auch auf andere Sachen verlinkt und somit das Interesse vielleicht auch weiterbringt. Und ich glaube, die Ansprache ist ganz wichtig, dass man junge Menschen auch so anspricht, wie sie selber eben kommunizieren. Wir können nicht dozieren, da schaltet jeder ab. Ja? Und ich glaube, das ist einfach auch ganz, ganz wichtig. Danke. Dann frage ich aber auch den Strategen, kann es auch sein, dass Wissen ist Macht eine Rolle spielt, dass man vielleicht das gar nicht möchte? Also das spielt sicherlich eine Rolle, aber es ist so, wenn ich bestimmte Dinge geheim halte, dann gebe ich mir natürlich auch Möglichkeiten, mit Signale zu setzen. Das heißt, es ist immer nicht die totale Geheimhaltung, sondern es kommt darauf an, was ich sende. Für Demokraten ist das ein ganz großes Problem, weil wir an Werte gebunden sind. Wenn ich eine Diktatur habe, dann spielen für mich eigentlich die gesetzten Machtausübungsziele sind der einzige Wert, an dem ich alles messen kann. Ich kann Leute umlegen, ich kann Dinge verheimlichen, ich kann Lügen ranbringen, ich kann alles machen. Als demokratisch werteorientierte Regierungsebene oder auch auf anderen Ebenen in einer Gesellschaft bin ich gebunden an mein Wertesystem. Und damit wird es, ich sage mal, eine intellektuelle Herausforderung. Es ist als Antwort zu sagen, es ist leistbar, aber es verlangt eine große Bildung. Und es verlangt, ich sage mal, auch bestimmte intellektuelle Fähigkeiten, um das zu machen. Das ist unabhängig, ob das jetzt Militäradministration oder ob ich sogar hier Tier- und Umweltschutz betreibe, auf hoher Ebene. Dankeschön. Herr Oberstleutnant, was meinen Sie dazu?
Also schlicht und einfach ist es doch so, dass eine Kommunikationsstrategie nach dem Prinzip arbeiten soll, tue Gutes und rede darüber. Und das müssen Sie einfach immer im Auge behalten. Und die negativen Dinge, die dazwischen geschlagen werden, das besondere Vorkommnis im militärischen Bereich, der Ministerwechsel oder wie Friedrich hier gesagt hat, der Bundespräsident, der aus den Gründen, die er selbst wahrscheinlich überhaupt nicht realisiert hat, zurückgetreten ist. Das kommt dazwischen. Aber Sie müssen Ihre Linie behalten, tue Gutes und rede darüber. Das ist der Grundsatz jeder vernünftigen Kommunikationsstrategie, egal wie wir es jetzt nennen. Ob Sie in der Wirtschaft nehmen, jetzt, ich nehme jetzt mal das Beispiel der Firma Bayer mit Monsanto. Die kriegen jetzt so viel Druck von oben, unten, rechts, links, von der Börse, von den Aktionären. Die wissen überhaupt nicht mehr, was sich tut. Bei ihrer Hauptversammlung standen hunderte von Leuten in Bonn vor dem Zentrum, wo die stattgefunden hat. Aber jetzt kann der Vorstandsvorsitzende ja nicht, der könnte zwar zurücktreten, aber es wäre vollkommen schizophren. Im Gegenteil, er sucht sich einen neuen Kommunikationsmann in Amerika und sagt, wir fahren auf der Linie weiter. Und was von links und rechts kommt, das decken wir ab, ducken wir ab, da müssen wir schlicht und einfach durch. Wir sagen immer wieder, das Gute muss durchgesetzt werden. Vielen Dank. Commander Kottner, what do you think about it? I think it is very important to have clarity, and clarity in communicating with, I won't use the awful words like the man on the street or on the Clapham omnibus or something like that, but clarity is so important. And also I think a confidence, build confidence in the longer term vision. And one of our big debates after the end of Afghanistan and Iraq was over what is meant by strategy. The United Kingdom has always been teased that it likes to say it has a pragmatic approach, but it muddles through, that it has no long-term vision compared historically with France and the United States. That is something that needs to express with clarity. But the other aspect is that there is long-term and short-term strategies, short-term strategies relating to the current and near future environment, and linking those to the long-term strategies in a logical way that can be understood by the electorate, not only the electorate of the United Kingdom, but the electorates of our friends and partners and others. Let's hope we keep just one or two of them for the future. But also expressing clarity to potential emergent enemies or whatever. Thank you. Ja, meine Damen und Herren, in wenigen Minuten muss ich dieses Panel beenden. Daher, wenn jemand von Ihnen eine Frage hat, dann wäre jetzt die Möglichkeit, das zu sagen. Okay, es gibt noch einige Fragen. Ich komme dann einfach nochmal nach vorn. Machen wir das so. Danke. Ich habe eigentlich keine Frage, sondern einen ganz kurzen Kommentar, weil ich jetzt den Film von der Bundeswehr gesehen habe. Ich glaube, mit den Filmen vorbeifahrender Panzer und fliegender Hubschrauber gewinnen wir die heutige Jugend nicht mehr. Ich verweise auf den Pentagon Channel in den Vereinigten Staaten, wo sehr stark auf Patriotismus und auf Vergangenheit hingearbeitet wird. Ein General spricht die Nation an, und man zeigt Situationen aus Iwo Jima oder von irgendwelchen Kämpfen in Korea oder Vietnam, jetzt alles sehr patriotisch. Und das Problem, das wir haben, die Deutschen können zum Beispiel nicht Verdun ansprechen oder 1870-71. Das ist nicht möglich. Und das Problem haben wir in Österreich genauso. Und da haben wir einen Gap, den wir nicht überwinden können, weil wir in einer postmodernen Gesellschaft eine an und für sich militärfeindliche Umgebung haben. Bei den Medien, bei den politischen Parteien, und auch in der Öffentlichkeit. Danke. Stimmt, natürlich. Aus dem historischen Kontext haben Sie natürlich recht. Aber jetzt gucken Sie mal, ich bin 50. Ich weiß nicht, wie alt Sie sind, aber ich glaube, wir können jetzt beide nicht für die 20-Jährigen sprechen oder die 30-Jährigen.
Ich weiß aber, wer wann wie die Videos schaut und ich kenne die Kommentare zu den Videos. Und bei Technik sind die Leute da. Die finden es immer noch, Entschuldigung, geil, wenn sie einen Panzer sehen und wenn das Ding schießt. Das finden die klasse. Und das zieht auch nach wie vor. Was natürlich eben schwierig ist, politische Bildung rüberzubringen. Das ist aber auch nicht unsere Aufgabe. Wir sollen und wollen zeigen, was die Bundeswehr für Aufträge hat und wie sie sie erfüllt. Indem wir zeigen, was für Übungen wir machen, was für Geräte dabei eingesetzt werden. Und sobald jemand da steht und was sagt, wird es immer schwierig. Und ja, die Leute wünschen sich auch mehr Patriotismus, weil die natürlich nicht so aufgewachsen sind wie ich zum Beispiel, die in der Schule jeden Tag, in jedem Unterricht, in jedem Fach den Nationalsozialismus gehört hat, rauf und runter. Und die sind, glaube ich, heute einfach da etwas weiter von entfernt. Thank you. I'll ask, ich darf meine Frage auf Englisch stellen. Bitte, Jasmin, aber ist das auch für Sie? What I'd like to ask is that we are now in an age, of course, and you mentioned the digital generation joining the Bundeswehr, like the British Army or the American Army. All of these people have been brought up, of course, with their blogs, their social media communication, their mobile phones, the habit of taking pictures. To what degree, in your Abteilung, do you sort of encourage the soldiers on operations in their daily lives to become journalists, to become reporters, to proliferate material, to send it to you, perhaps as a kind of filter, but to sort of use them also as sort of perpetual communicators vis-a-vis German society? I know that there's some drawbacks here. Huh? You think in Afghanistan of American soldiers posting directly, you know, circumventing the Pentagon, you know, pictures of urinating, let's be frank, on dead Taliban or desecrating the Quran, which can have a very detrimental impact. Okay, so there is a risk side, but to what degree is this nonetheless something where you could see a positive value? Aber Sie können natürlich auf Deutsch erwiden. Of course, you're totally right. It's a problem. But on the other side, there's an etiquette, so everybody knows when you're wearing the uniform, you should behave in a certain way. Of course, it's naive to think that you can stop people having mobile phones when they're practicing somewhere, when they're going to Poland or also to America. So you cannot really say no. Of course, you can start using them, but it's also very difficult. But I think when people become soldiers, I think they should also get the lessons how to react in these Facebook, Twitter, and whatever accounts. So that you bring them right away to what it means to wear a uniform with a flag on it, and that you should not be drunk, that you should not do this and that. I mean, there are adults. They're over 18 or over 21. So, and of course, I always say, we have like 200,000 soldiers. It's like a big city. So in every big city, you find somebody who is, you know, political right, political left, maybe has an alcoholic problem, and so on and so on. So, of course, it's a big community, and you find people who are not doing right things, right? But you cannot say, no, I think it doesn't work. So yes, you should use them, but you have to do lessons with them, that they do it properly. Danke. Ich nehme eine Frage dann noch. Wollte noch kurz ergänzen. Wir haben hier das Beispiel, der Schwerpunkt, wir haben in der strategischen Kommunikation unterschiedliche Zielgruppen. Und hier wurden Beispiele aufgezeigt, welche Zielgruppe für uns wichtig ist und wie wir speziell mit der Zielgruppe umgehen. Das ist auch sehr schön erläutert worden hier von meiner Kollegin. Wir haben aber auch andere Zielgruppen, in denen wir auch Medien bereitstellen. Also Fachzeitschriften, in denen strategisch-operative Fragestellungen diskutiert werden, meistens Printmedien, aber die auch digital erscheinen,
sodass eigentlich das Spektrum des Interesses abgedeckt wird. Die Frage, ob diese militärischen Dinge in der Gesellschaft nicht ankommen, ist eine momentane, ich würde sagen, eine Momentaufnahme, weil es unseren Bevölkerungen recht gut ist, der Feind steht nicht im Land, die Sorgen sind eher, dass das Portemonnaie voll ist. Das kann sich ändern. Menschliche Gruppen, auch in der Zentralregion Europas, behaupte ich mal jetzt hier, können sehr schnell belletristische Attitüden annehmen, wenn sie feststellen, dass sie auf dem Weg zu ihrem persönlichen Glück enorme Schwierigkeiten oder Herausforderungen haben. Und ich bin überzeugt davon, dass auch unsere Soldatengeneration, die vielleicht hier und da in den Medien als nicht gerade die großen Meister deklariert werden, wenn es darauf ankommt, wir unsere Aufgaben erfüllen können. Also die letzte Frage dann noch. Das war vor der Herr noch. Danke. Entschuldigen Sie, Andi. Bundeswehr hätte ich noch eine Frage. Strategische Kommunikation hat ja zwei Seiten. Einmal kann es die Kommunikation einer Strategie und zum Zweiten Kommunikation entsprechend einer Strategie sein. Wenn wir nach der Strategie fragen, die hier verfolgt wird in der Kommunikation, scheint die Bundeswehr daran interessiert zu sein, zum Teil der Jugendkultur zu werden. Wenn man sich die Frage vorschlägt, was da kommuniziert wird, hat mein naives Gemüt, und das ist meine Frage, da ein gewisses Problem. Sie regen an das Interesse für Panzer, die fahren, die schießen, und die Leute, die darauf reagieren, müssen Leute sein, die dann aber nicht in die Tageszeitung gucken und feststellen, dass die tatsächlich nicht schießen. Das heißt, die große Gefahr ist, dass sie einfach die falsche Zielgruppe erreichen, nämlich diejenigen, die mit einer gewissen Naivität durch ihr Leben stapfen. Und meine Frage ist, ist diese Gefahr gegeben oder ist das nicht der Fall? Nein, nein. Nein, das, man muss doch ehrlich sein. Gehen Sie auf irgendwelche Seiten, wo Frösche sind, wenn Sie sich für Frösche nicht interessieren? Eher kaum. Es gibt aber die Leute, die gehen auf Seiten, obwohl sie nicht zustimmen. Und das sehen wir darin, wie die Leute Kommunikation betreiben, was unter den Videos steht. Ach, endlich mal wieder was, was fährt, endlich mal wieder was fliegt. Und dann bringen sie immer so Sachen an, die nicht funktionieren. Und das Schöne an so Communities ist, dass die eigene Community die Leute einfach auch aufklärt. Also es findet eine Diskussion innerhalb dieser Community statt. Die User selber reden miteinander, indem sie über einen oder unter einem Beitrag halt ihre Beiträge sozusagen setzen. Und da sehen wir ganz klipp und klar, das sind nicht alles irgendwelche Naiven. Und ich finde, das ist auch immer echt, ich weiß nicht, wo man das herholt. Ich würde auch niemals denken und niemals es wagen, irgendwie eine Gruppe von Menschen naiv oder ungebildet oder sonst was zu nennen. Ich würde mich echt hüten davor. Warum auch? Wer sagt das? Wo ist das verifiziert? Das würde ich gerne mal sehen. Nur weil es einfach eine andere Generation ist, die anders kommuniziert, die anders unterwegs ist, weiß ich nicht. Was ich nur sagen will, nein, es sind nicht nur die Leute, die positiv auf irgendwelche Panzer und so weiter reagieren. Nein, die sind nicht nur da. Und dafür ist die Informationsarbeit da. Natürlich gibt es auch die Arbeitgebermarke, die etwas reißerischer, wenn ich mal sage, wir betreiben Werbung, aber wir betreiben Informationsarbeit. Und wenn die Werbung machen, um Leute zu rekrutieren mit solchen Serien wie die Rekruten und so weiter, ist das auch einfach ein approbates Mittel, wenn man das unter Werbung setzt und sieht. Ja, und den Unterschied würde ich da auch schon gerne machen wollen. Wäre da Ihre Frage so ein bisschen mit beantwortet? Auf jeden Fall zeigt es ganz deutlich, dass man über dieses Thema Wochen diskutieren kann. Wir können weiter in der Kaffeepause diskutieren. Dieses Panel ist jetzt mal geschlossen. Man kann weiter in der Kaffeepause diskutieren und es wird bestimmt nächstes Jahr wieder eine strategische Konferenz geben, nehme ich an, Herr Brigadier. Und da können wir dann auch verschiedene einzelne Aspekte nochmal herausgreifen, denke ich mal. Dann schließe ich das Panel und sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Liebe
Liebe Frau Magister Axmann, danke für die brillante Moderation. Danke den Präsentatoren für ihre Beiträge. Danke für ihre Fragen. Ich möchte nochmal herausstreichen, welchen Brückenschlag dieses Pendel gedient hat. Sie sehen hier einerseits, dass die aus der strategischen Zwecksetzungsdimension kommenden, das ist die Mehrheit von uns, damit erkennen, welches Instrument sie mit der strategischen Kommunikation an der Hand hätten. Wenn man strategische Kommunikation in der Definition Ö verstehen will, also bewusst nicht in der deutschen. Auf der anderen Seite sehen die Vertreter der strategischen Kommunikation, die aus dem Medienbereich kommen, welche Möglichkeiten oder dass sie eigentlich inhaltlich auch in die strategische Zwecksetzungsebene hineinarbeiten müssen und dort beginnen müssen, Inhalte zu generieren. Das heißt, wir sehen das im Rahmen der Empire vom reinen Reproduzieren, vom reinen Publizieren schon auch in das Inhaltsgenerieren. Und meine erste Erfahrung war also Commander Kodner, Rusi, wo ich so Verbindung aufgenommen habe und unvorsichtigerweise gesagt habe, na, ihr seid ja auch sozusagen ein publizierendes Medium, das nebenbei forscht, überspitzt, sagt er, nein, nein, wir sind ein Forschungs-Think-Tank, der nebenbei publiziert. Und ich denke, dass das die neue Ausrichtung von Medien sein müsste. Medien, die nicht Inhalt generieren werden, und zwar fachkundig Inhalte generieren und natürlich auch in der obersten strategischen Zwecksetzungsebene hinein Inhalte schaffen, irgendwann einmal diesen Zweck der strategischen Kommunikation für die Ressortinteressen nicht mehr schaffen können. Und ich glaube, dass das mit diesem Pendel wunderbar geklappt hat. Ich darf noch einen herzlichen Applaus bitten, die Damen und Herren, zur Pause mit Kaffeestärke. Applaus